Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Fraktionsvorsitzender, lieber Volker Kauder, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aus den Landtagen, sehr geehrte Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Kongress Bildung 2.0, digitale Bildung neu denken der CDU-CSU-Bundestagsfraktion heute hier in Berlin. Bei strahlendem Wetter und mit vielen interessanten Gästen, aber auch mit vielen Ausstellern. Sie haben das im Vorraum schon gesehen, beziehungsweise sogar in den Vorräumen. Das ist eine Veranstaltung der besonderen Art. Wir haben nicht nur den Kongress hier in diesem Raum mit vielen spannenden Gästen, mit Experten und mit Ihnen, um mit Ihnen über das Thema digitale Bildung zu diskutieren, sondern wir haben draußen auch diejenigen, die das in der Praxis schon machen, an den Schulen, an den Hochschulen oder auch privat, etwa als Förderstundersatz durch Start-ups. Wir haben eben viele, die ihre Produkte draußen präsentieren und ich darf Sie alle begrüßen, sowohl die Aussteller draußen als auch Sie hier im Saal, um mit uns einen spannenden Montagnachmittag zu verleben. Digitale Bildung ist etwas, was viele von uns beschäftigt. Wir waren alle in der Schule, viele von uns haben studiert, wir haben eine Ausbildung gemacht, viele haben Kinder. Und dass sich auch der Bildungsbereich immer weiterentwickelt, das wissen wir. Aber wenn man überlegt, dass 1989, das ist das Jahr, in dem ich in die Schule gekommen bin, ja, Wahnsinn, ne? Der berühmte Science-Fiction-Autor und Biochemiker, viele kennen ihn, Isaac Asimov, schon über die Grundzüge des Internets nachgedacht hat und damals schon überlegt hat, was es denn bedeuten kann, wenn wir zukünftig vernetzt kommunizieren, digital kommunizieren, dann hat er damals schon festgestellt, dass mit dem Internet eine komplett neue Wissensbasis geschaffen wird und mit dem Internet damit auch neue Formen der Teilhabe und für jeden ganz neue Möglichkeiten zu lernen. Nicht mehr curricular, wie man das in der Schule kennt, nach einem vorgegebenen Muster, sondern jeder ganz individuell sich überall und zu dem Thema, was ihn interessiert, das Wissen sich aneignen kann, was er braucht. Und wenn man sich heute anschaut, was heute schon möglich ist, dann haben wir ein gutes Stück dessen schon geschafft, aber eben noch nicht gänzlich in den Schulen, noch nicht gänzlich in den Hochschulen. Und deshalb haben wir uns heute hier zusammengefunden, um zu überlegen, was musste noch getan werden in den Schulen, in den Hochschulen, um auch hier diesen Schritt in die Digitalisierung tatsächlich zu machen. Das ist natürlich einmal eine Frage von Ausstattung. Die Forderung Laptops in die Schulen, Tablets in die Schulen ist eine mittlerweile schon alte, aber nicht in jedem Bundesland umgesetzt. Es ist neben der Ausstattung natürlich eine Frage der Kompetenzen. Das Thema Digitalkunde wird diskutiert, sollten alle Schüler programmieren, wird diskutiert. Und es ist aber ganz sicher auch eine Frage von Kompetenzen insgesamt. Denn in der neuen Arbeitswelt wird auch anders gearbeitet. Es wird vernetzter gearbeitet. Es wird mehr im Team gearbeitet. Das sind neue Kompetenzen, die unsere Schülerinnen und Schüler, die Auszubildenden erlernen müssen. Industrie 4.0, das ist der nächste Entwicklungsschritt der Wirtschaft, hat ganz andere Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und darauf muss sich natürlich auch das Bildungssystem einstellen. Und deshalb müssen wir überlegen, was man alles ändern muss und kann, was Länder, Kommunen und was der Bund machen kann, damit wir diesen Sprung ins digitale Zeitalter schaffen. Denn wenn man sich mal weltweit anschaut, wo die erfolgreichen Länder sind im Bereich der Digitalisierung, wo es erfolgreiche Start-up-Gründungen gibt, dann sind das ganz oft Länder, die schon sehr früh im Bildungsbereich auf das Thema Internet, auf das Thema Digitalisierung auch in der Bildung gesetzt haben. Und wir wollen weiter Exportweltmeister bleiben, wir wollen weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein. Und deshalb müssen wir aus wirtschaftlichen Gründen unseren Schülerinnen und Schülern diese Kompetenzen mit auf den Weg geben. Wir wollen das aber auch als Gesellschaft. Denn wenn wir auch heute über Kommunikation, über Teilhabe diskutieren, auch wenn wir über Sicherheit diskutieren, dann kann das keine Frage der Herkunft sein, sondern dann müssen das alle Schüler, dann müssen das alle Schülerinnen können. Und deshalb ist auch aus gesellschaftlicher Sicht notwendig, dass wir das Thema digitale Bildung schon sehr früh in den Lehrplänen verankern.
Über viele, viele dieser Aspekte wollen wir heute diskutieren mit spannenden Gästen. Und deshalb darf ich Sie alle begrüßen, mit uns zu diskutieren. Wir haben eine Twitter-Wall, man kann im Netz mit diskutieren. Ich begrüße auch diejenigen, die uns unter CDU, CSU im Stream verfolgen und natürlich diejenigen hier im Saal, die sich aktiv einbringen können. Und darf das Wort gleich weitergeben an unseren Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, der sich nicht hat nehmen lassen, diesen Kongress selbst zu eröffnen, zwischen vielen Terminen, denn Sie müssen wissen, der Montag ist gerade bei uns immer ein sehr, sehr voller Tag. Deshalb freut es mich sehr, dass Volker Kauder selbst diesen Kongress eröffnen wird. Ein Zeichen dafür, dass auch ihm das Thema Digitales und auch die digitale Bildung am Herzen liegt. Und deshalb gebe ich gleich das Wort weiter und freue mich auf einen spannenden Nachmittag. Ja, liebe Nadine Schön, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können schon daran erkennen, dass Nadine Schön in ihrem jugendlichen Alter in unserer Fraktion für diesen Bereich als Stellvertreterin zuständig ist, dass es ein junges Thema ist. Zur gleichen Zeit, der ich in diesem Jahr 66 Jahre alt werde, wollte ich zeigen, dass wir Alten noch keine Fossile sind, die aus diesem digitalen Rennen herausgeflogen sind, sondern sehr wohl auch ein Interesse daran haben. Dieser heutige Kongress ist der vierte in einer Veranstaltungsreihe Wirtschaftsgespräche. Aber er unterscheidet sich, wenn ich in den Raum gucke, ganz eklatant. Denn das ist mit Abstand das im Durchschnitt jüngste Publikum, das wir bei diesen bisher vier Kongressen gehabt haben. Und das zeigt ja auch schon, dass dies ein Thema ist einer jüngeren Generation. Als ich vor Jahren zum ersten Mal in Bangalore war, um mich zu informieren über die Situation in diesem ganzen Bereich Internet und Software, was dort alles passiert, habe ich nicht nur in Bangalore Leute getroffen, die vor einem großen Bildschirm saßen, Inderinnen vor allem, und im breitesten US-amerikanisch Leuten erklärt haben, dass der Pizzaservice gleich komme. Und die Leute haben angerufen aus New York. Und die haben an ihrer Karte verfolgt, wo dieser blöde Pizzaservice jetzt ist und warum der noch nicht dort angekommen ist, in der Adresse in New York. Und dort hat der Inhaber der Firma, 25.000 oder 30.000 Mitarbeiter, als ich ihn gefragt habe, wie alt ist denn im Schnitt Ihre Belegschaft? Dann hat er gesagt, wissen Sie, das Traurige ist, dass ich mit 49 den Schnitt so brutal drücke. Als einziger, der über 40 Jahre alt war, in einer Truppe von über 20.000 Menschen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass dieses Thema heute ja mitten in unserer Arbeitswelt und Gesellschaft angekommen ist. Ich sehe, wenn ich unterwegs bin, nicht nur Junge, die schon vor lauter gucken auf ihrem iPhone, wo sie hin müssen, gar nicht sehen, woran sie vorbeilaufen, geschweige denn, dass sie einem selber sehen, sondern auch viele Ältere, wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, die mit ihrem iPhone laufen und das quäkt da raus, jetzt links rum oder rechts rum, und es wird dann genau verfolgt und hingelaufen. Also man sieht ja fast niemanden mehr, der ganz entspannt nur durch die Gegend läuft und vielleicht mal fragt, ist da vorne das Brandenburger Tor, sondern alles ist vernetzt, alles hat seine entsprechenden Instrumente. Und wenn ich dann im Flieger sitze, bin ich ganz überrascht und denke mir, vielleicht bin ich doch aus der Zeit gefallen, weil ich der Einzige bin, der nur ein einziges Handy hat. Die anderen packen mindestens zwei aus, dann noch ein Tablet und dann geht es da richtig zur Sache. Du hast auch nur eins, da liegen doch zwei Teile, oder? Ja, und aber da noch ein drittes hast du. Also hast auch schon mehrere Sachen und es zeigt, dass da eine neue Entwicklung da ist. Ich finde, dass es richtig ist, was man heute auch bespricht, dass der Umgang mit diesem ganzen Thema gelernt werden muss.
Aber ich finde, wir sollten uns nicht nur Gedanken darüber machen, dass der Umgang gelernt werden muss, sondern dass wir vielleicht auch etwas behalten müssen, was mehr und mehr vielleicht verlernt wird und verloren geht. Ich mache mir schon etwas Sorgen, dass die Frage, ob jemand wirklich schreiben kann und ob er auch rechtschreiben kann, als etwas Zweitrangiges bezeichnet wird, weil man hat ja ein Rechtschreibeüberprüfungsprogramm, das man da anstellen kann und dann wird es schon funktionieren. Und dass die Menschen noch eine fortlaufende Schrift lernen, sei ja auch nicht mehr notwendig, denn sie würden ja ohnehin nur an ihren Apparaten das machen und gar nichts mehr richtig schreiben. Und da kann ich nur sagen, wir müssen aufpassen, dass man nicht meint, mit dem Erlernen dieser Technik und mit allem, was da zu tun hat, könne man das Verständnis auch fördern, indem man andere Dinge, die Verständnisförderung wichtig sind, ganz hinten anstellt. Und da kann ich nur sagen, wir haben ein großes Problem, vor allem bei jungen Menschen. Ganz egal, ob sie es mit diesen Instrumenten machen oder anderen, das wirklich zu verstehen, was sie lesen, worüber sie berichten. Und das kann man am einfachsten dadurch erkennen, wenn man den Leuten alles abschaltet und sagt, berichte mal, was du jetzt gerade gemacht hast. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir nicht nur die Technik erlernen, sondern dass wir bei allem nicht vergessen, dass es hier jetzt nicht um Umsetzung von irgendwelchen technischen Möglichkeiten geht, sondern dass es darum geht, zu verstehen, womit man umgeht und auch das Leben zu verstehen, das mehr ist als nur die technische Abfolge von neuen Instrumenten. Was mir in der Vorbereitung auf diesen Kongress allerdings schon aufgefallen ist und was mir auch etwas Gedanken gemacht hat, war, dass wir angeblich, und das wird ja heute Thema sein, weltweit, was Kompetenz und Verständnis anlangt, gar nicht ganz vorne sind bei der digitalen Bildung, sondern dass wir bei der digitalen Bildung eher, wenn wir es mal vorsichtig formuliert, in einem Mittelfeld rangieren. Und das finde ich schon problematisch, weil natürlich wird die Industriewelt, überhaupt die Welt, wir dürfen ja gar nicht von Industrie 4.0 oder Wirtschaft 4.0 reden, sondern wir müssen von Gesellschaft 4.0 reden. Das ist ja nicht nur ein industrielles Phänomen. Und wenn wir da nicht ganz vorne dran sind, dann wird das schon eine schwierige Geschichte. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir die besten Produkte des 20. Jahrhunderts bauen, aber bei den modernen Produkten des 21. Jahrhunderts nicht mehr ganz vorne mit dabei sind. Es ist schön, dass wir die besten Autos bauen, aber es ist natürlich mindestens mal ärgerlich, wenn nicht noch mehr, dass wir im ganzen Bereich der Internetwirtschaft in Europa und in Deutschland so miserabel aufgestellt sind. Es ärgert mich wirklich, dass es von den großen Themen Google, eBay und alles keine einzige deutsche wirkliche Alternative und Wettbewerber gibt und in Europa auch nicht. Und deswegen ist es schon notwendig, dass wir digitale Bildung voranbringen, aber auch mit dem Ziel, digitale Investition dann zu erreichen. Die Chinesen sagen mir, sie können alles, was wir auch können, zumindest bald. Bei den Autos seien sie schon ganz nah dran. Naja, wenn ich an den neuen 7er BMW denke, muss ich da sagen, die sind noch meilenweit entfernt. Ist ja auch gut so. Aber sie sagen, eins würden sie einfach nicht hinbringen. Obwohl die es zigfach versucht haben und jetzt aufgeben würden in ihrem Bildungssystem, das sei Kreativität. Kreativität, Innovationskraft, sagen sie, sei von allen in der Welt bei den Deutschen am meisten vorhanden. Und es müsse irgendetwas mit der Kulturen mit dem, was in der Bildung stattfindet, bei den Deutschen liegen. Kreativität und Innovation falle ihnen schwer. Und diese Kreativität und Innovation
finde ich, muss bei der digitalen Bildung erhalten bleiben. Und sie darf da nicht unter die Räder kommen. Das ist unser ganz großer Ausweis, unser ganz Besonderes, dass wir kreativ sind und dass wir auch uns mit Neuem beschäftigen können. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man sich so in der digitalen Welt bewegt, dass wir Deutsche da doch nicht ganz vorne mit dabei sind. Dass für uns Deutsche es auch mit einer schmerzlichen Erfahrung verbunden ist, dass wir im 19. und 20. Jahrhundert war die Sprache des Fortschritts, die Sprache der Innovation, die Wissenschaftssprache der Welt war Deutsch. Die wesentlichen großen Innovationszeitschriften der Wissenschaft sind in Deutsch gedruckt worden. Dann kam langsam Englisch, das Deutsche war aber immer noch vorhanden und jetzt findet alles nur noch in Englisch statt. Und ich hoffe, dass dieses nur noch im Englisch stattfinden nicht dazu beiträgt, dass unsere deutsche Kreativität vor die Hunde geht. Und vor allem sollte die Kreativität nicht so weit gehen, dass wir im Deutschen englische Begriffe erfinden, wo jeder Amerikaner sich nur totlacht. Und dann noch glauben, das sei ein besonderer Ausweis von Modernität und Kreativität. Also der Begriff des Handys, da treibt es ja jedem Amerikaner die Tränen in den Augen. Oder auch, dass wir den Begriff Citybag erfunden haben für den Rucksack. Damit verbinden die Amerikaner was ganz anderes, bloß keinen Rucksack. Und deswegen finde ich schon, wir müssen auch, wenn wir jetzt an die digitale Bildung gehen, uns darum bemühen, dass wir bei der Beschreibung der Phänomene nicht auf eine Formulierung ausweichen. Wenn es schon Englisch sein muss, dann soll es auch die internationale Begriffe sein und nicht irgendwelche Hilfsverben, mit denen wir dann auch nichts anfangen können. Also es kommen da doch einige Aufgaben auf uns zu. Ich hoffe, dass vor allem die für die Bildung zuständigen Länder sich mit dieser Aufgabe beschäftigen. Und ich finde, dass digitale Bildung mindestens so wichtig ist wie andere Punkte, die jetzt wieder verlangt werden, als Hauptlehrfach in der Schule vorangebracht zu werden. Wir können in der Schule nicht alles den Kindern beibringen. Nicht alles. Und man muss auch sehen, dass man die Schülerinnen und Schüler nicht überfordern kann. Nicht alle Details sind da notwendig, sondern die Frage, wie komme ich an Informationen, wie gehe ich mit ihnen um, wie bewerte ich sie, das sind die zentralen Kompetenzen, die wir erreichen müssen. Und das in einem neuen Umfeld, im Digitalen, eine besondere Herausforderung. Wer aber verlangt, dass vom Tierschutz bis zum Ernährungsschutz bis zur Erziehungspädagogik und alles in der Schule gelernt wird, der wird am Schluss gar nichts erreichen. Sondern deswegen ist schon das auf die Technik des Lernens, des Erkennens, des Beurteilens und dann jeweils mitten in der aktuellen Zeit zu leben und drin zu sein. Und das hat mit der digitalen Bildung auch zu tun. Ich wünsche mir, ich kann leider nicht dabei sein, weil wir am Montag halt Gremiensitzungen haben. Ich komme gerade aus Parteipräsidium und Vorstand und dann geht es in unsere Gremien der Fraktion. Ich wünsche mir, dass Sie heute dazu beitragen können, uns bei diesem Thema zu helfen. Wir sind als Bildungspolitiker in der Bundestagsfraktion für eine Reihe von Dingen schon zuständig, nicht für alles, was die Länder machen, aber doch eine gewisse Führungskompetenz haben wir und das wollen wir hier auch nutzen. Und Sie dürfen sicher sein, dass die Dinge, die in diesen Kongressen besprochen und beraten werden, mich auch erreichen. Meistens in der komprimierten Zusammenfassung auf Papier. Und dann schaue ich mir das auch an und dann können wir auch uns überlegen, welche Initiativen wir daraus entwickeln. Ich selber bin fasziniert von der neuen Technik, weil sie uns ein großes Stück Unabhängigkeit gibt. Weil ich Dinge, die ich früher nicht an jedem Ort, wo ich mich aufgehalten habe, bekommen habe, sondern nur in meinem Büro jetzt überall habe.
Aber es ist Segen und Fluch zugleich, wenn sie gar nicht mehr abschalten können. Ich habe in meinem Wahlkreis einen Ort, wunderschöner kleiner Ort, und wenn ich dort hinkomme, dort gibt es keinen Empfang, gar nichts, abgeschlossen. Und wenn ich dort mich ein paar Stunden aufhalte, habe ich hundertprozentig, wenn ich wieder ins Tal zurückkomme, die SMS, wo warst du, Angela Merkel? Dann fragt sie, warum habe ich dich jetzt die letzten 2 Stunden nicht erreicht? Und ich denke, Gott sei Dank gibt es noch solche Orte, wo man nicht erreicht werden kann. Und die mögen wir uns auch erhalten, dass wir nicht ständig unter dem Druck stehen, im digitalen Lernen auch das dann überall und einzusetzen. Dir, liebe, oder ich muss sagen, den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ist ja eine ganze Reihe, wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigen, sage ich einen herzlichen Dank, die sich auch mit der Vorbereitung des Kongresses befasst haben, aber vor allem Nadine Schön, die mit ganzem Engagement und ihrer jugendlichen Freude und Kreativität an dieses Thema rangeht und auch durchaus, wenn sie glaubt, es ist notwendig, den Fraktionsvorsitzenden nervt, was richtig ist, sage ich ein herzliches Dankeschön für die Vorbereitung dieser Veranstaltung und dieses Themas. Wir sind in der Bundestagsfraktion, auch wenn die Union ins 70. Lebensjahr geht in diesem Jahr, jung und modern und sind mit all diesen Dingen, um die es da geht, bestens vertraut. Wir sind nicht immer einer Meinung bei allen Fragen, aber wir sind auf der Höhe der Zeit in der Diskussion. Und trotzdem, glaube ich, tut es uns gut, digitale Bildung nicht nur als etwas zu verstehen, was die Jungen angeht, sondern auch die Älteren. Herzlichen Dank. Ja, lieber Volker Kauder, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte mit vielen, vielen Aspekten, die wir sicher im Laufe der Podien in der Diskussion aufgreifen werden. Und wir steigen direkt ins Thema ein. Und ich darf als ersten Keynote-Speaker bei uns begrüßen Kai Kraft, CEO der Education Group von Bertelsmann. Wer kennt nicht Bertelsmann? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, was den digitalen Turnaround oder die digitalen Initiativen von Bertelsmann angeht, wie Sie das Thema digitale Bildung sehen. Der Titel der Keynote, Lerninhalte digital, wie Digitalisierung die Bildung verändert. Sehr geehrter Herr Kraft, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Schön, oder noch und sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Einladung und die Möglichkeit, zum Thema Digitalisierung in der Bildung zu sprechen. Ich möchte Ihnen einen Überblick darüber geben, wie wir bei Bertelsmann diese Veränderungen sehen und würde im Anschluss auch gerne auf einige Fragen Ihrerseits eingehen. Den Schwerpunkt möchte ich dabei auf die Verknüpfung von Bildung und Beschäftigung setzen. Im Kern steht hier die Frage, auf welche Weise Digitalisierung die individuelle Beschäftigungsfähigkeit von Menschen auf dem Arbeitsmarkt steigern kann. Studien zeigen, dass Hochschulabsolventen oftmals nur unzureichend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet werden. So gehen auf der einen Seite in Europa 3/4 der Bildungsanbieter davon aus, ihre Graduierten seien, wen wundert's, ausreichend auf die Arbeitsanforderungen vorbereitet. Diese Aussage stimmt auf der anderen Seite allerdings nur 1/3 der Arbeitgeber zu. Auch bei den Absolventen sehen sich weniger als 40% ausreichend auf die Arbeitsanforderungen vorbereitet. Die UNESCO verweist in diesem Zusammenhang auf eine, ich zitiere, Generation frustriert von chronischem Mismatch zwischen Fähigkeiten und Arbeitsanforderungen. Weniger als 10% der Absolventen sind tatsächlich zufrieden mit ihrer Arbeitssituation nach Abschluss der Ausbildung. 2/3 ist frustriert mit Blick auf die eigenen Jobperspektiven, aber auch Arbeitgeber
sind unzufrieden. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen sind unzufrieden mit den Fähigkeiten ihrer Arbeitskräfte nach abgeschlossenem Studium. Trotz der grundsätzlichen Verfügbarkeit von Arbeitskräften geben etwa 30% aller Betriebe an, eine verfügbare Stelle zuletzt unbesetzt gelassen zu haben, da kein Bewerber mit entsprechenden Fähigkeiten gefunden werden konnte. Es mangelte also nicht an Bewerbern, sondern primär an Fähigkeiten. Dieses Problem wird verschärft durch vielfach hohe Einstellungskosten für neue Mitarbeiter. Somit ist ein grundlegendes Problem, was wir sehen, die fehlende Abstimmung zwischen Arbeitgebern, Bildungsanbietern und Lernenden. Unternehmen haben erkannt, dass Investitionen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter langfristig zum ökonomischen Erfolg beitragen. So investiert die Privatwirtschaft weltweit jährlich 150 Milliarden Dollar in Weiterbildung, zunehmend auch in Form von E-Learning. Heute werden bereits gut 20% der Aus- und Weiterbildungsstunden in Unternehmen über E-Learning durchgeführt. Vor 10 Jahren, 2005, waren es gerade einmal 7% im Vergleich zu den heutigen 20%. E-Learning ersetzt zunehmend das traditionelle Präsenztraining, weil der Effizienzdruck auf Unternehmen gleichzeitig mit regulatorischen Vorschriften steigt. E-Learning-Produkte bieten einen einfachen Zugang zur Weiterbildung, Transparenz sowie erhebliche Kostenvorteile im Vergleich zum traditionellen Lernen. Außerdem lassen sich lückenlos dokumentieren und nachhalten, was angesichts der gesetzlichen Rahmenbedingungen in vielen Branchen sehr wichtig ist. Bildungsangebote werden da auch besser auf aktuelle Bedürfnisse von Lernenden und Unternehmen abgestimmt. Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung von Bildungsangeboten sind Datenanalysen zu Unternehmensabläufen und einzelnen Mitarbeitern. Mit dem technologischen Fortschritt lassen sich diese Datenmengen immer besser auswerten. Im Gesundheitswesen beispielsweise erfassen in den USA mittlerweile 3/4 aller Krankenhäuser Daten zu Diagnostik, Medikamentenverbrauch, Therapieverfahren oder Patientenverweildauern. In den USA ist die Übermittlung dieser Daten mittlerweile verpflichtend und Nichteinhaltung führt sogar zu Geldstrafen. Der Grund ist das sogenannte Value-Based Payment. Dabei müssen Gesundheitsversorger Qualitätskriterien genügen und werden für die Versorgung anhand von nationalen Referenzpreisen entlohnt. Um diese Vorgaben einzuhalten, identifizieren die Einrichtungen jene Prozesse, in denen sie schlecht abschneiden, und schulen ihr Personal gezielt weiter. Missstände in Pflegeheimen oder Hygieneskandale können so auch frühzeitig erkannt und verhindert werden. Außerdem ermöglichen solche datenbasierte Weiterbildungsprogramme, den Fachkräftemangel abzumildern. So übernehmen angelernte Assistenzpfleger immer häufiger medizinische Aufgaben, da auch hier zunehmend an Fachpersonal es fehlt. Dabei kann ermittelt werden, welche Prozesse eine Pflegekraft häufig ausführt, um anschließend diese Prozesse mit maßgeschneiderten digitalen Lerneinheiten gezielt zu verbessern und gleichzeitig den Wissensstand des Mitarbeiters zu erhöhen. In vielen Branchen verändert sich kontinuierlich die Bildungsnachfrage, so auch im Gesundheitswesen oder im Technologiebereich. Hierfür sind digitale Bildungsangebote optimal. Sie lassen sich an neue Entwicklungen leicht anpassen und gleichzeitig einer großen Zahl von Lernenden in verschiedensten Lernumgebungen verfügbar machen. Im Beispiel des Pflegepersonals können kleine Lerneinheiten in den individuellen Schichtplan integriert werden, anstatt die ohnehin schon dünne Personaldecke durch Präsenzschulung noch weiter zu strapazieren. Außerdem können digitale Angebote in kurze modulare Einheiten verpackt und so die punktuelle Weiterbildung in Fokusthemen ermöglicht werden. Auch der Einsatz neuer Lernformate wie kompetenzbasiertes Lernen kann ermöglicht werden.
Hierbei kombiniert der Lerner verschiedene Bildungsangebote flexibel und erhält eine Zertifizierung aufgrund von geprüften Fähigkeiten und nicht aufgrund eines kompletten Durchlaufens eines Kurses. Solche digitalen Bildungsangebote können ebenfalls dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Dies gilt zum Beispiel auch für die Technologiebranche. Hier fehlen in Europa bis 2020 etwa 1 Million Informatiker. Das ist eine gewaltige Zahl. Und wir reden gerade über, wie soll Europa vorbereitet sein auf den digitalen Umschwung. Also hier fehlen ungefähr die Schätzung 2020 etwa 1 Million Informatiker in den verschiedensten Industrien, während die Zahl der Universitätsabsolventen mit 120.000 pro Jahr schon länger stagniert. Um einen solchen Bedarf besser abdecken zu können, könnten Beschäftigte in den Anwenderindustrien maßgeschneiderte Online-Abschlüsse berufsbegleitend erzielen. Dies kann über einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten erfolgen. So können sich zum Beispiel Ingenieure mit joborientierten Modulen auf die Herausforderung der intelligenten Industrie 4.0 vorbereiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Digitalisierung der Bildung neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelnen eröffnet und gleichzeitig Unternehmen helfen kann, dem Fachkräftemangel gezielter entgegenzuwirken. Digitale und modulare Bildungsangebote können universitäre Ausbildung ergänzen und zielgerichteter auf eine Arbeitsstelle oder auch ein Unternehmen ausgerichtet sein. Und betriebliche Online-Weiterbildungsmaßnahmen sind stärker an den Qualitäts- und Effizienzerfordernissen des Arbeitgebers ausgerichtet. Gerade die Digitalisierung und die Notwendigkeit lebenslangen Lernens ermöglichen es, Bildung näher an den konkreten Bedarf des Arbeitsplatzes zu bringen. Digitale Bildung wird somit Lernende stärker mit der Arbeitswelt verknüpfen. Dies kann aus unserer Sicht jedenfalls für alle Seiten nur von Vorteil sein. Vielen Dank. So, wenn Sie jetzt noch ein paar Fragen haben, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Fragen haben wir nachher. Können wir auch, wie Sie wollen. Oder gibt es eine Verständnisfrage vielleicht dazu? Ich sehe nämlich, dass Herr Kraft später nicht auf dem Podium mit dabei ist. Deshalb ist das die letzte Chance an ihn. Ansonsten würden wir weiterschreiten mit dem Impuls. Herzlichen Dank. Würden wir weitermachen mit dem Impuls von Frau Professor Birgit Eickemann. Sie wird uns berichten über die zentralen Ergebnisse der ICILS-Studie. Hat auch eine Präsentation vorbereitet. Deshalb warten wir kurz, bis die Technik läuft. Und ich darf in der Zeit aber ganz herzlich begrüßen auch viele Kollegen hier aus den Fachausschüssen. Ich habe gesehen, der Ausschussvorsitzende des Ausschusses für digitale Agenda, Jens Köppen, ist da, die zuständige Berichterstatterin im Haushaltsausschuss, Annette Hübinger, der Sprecher, unser bildungspolitischer Sprecher, wird ja nachher ein Podium moderieren, Albert Ruprecht, auch Kollegen aus dem Bildungsausschuss sind noch da, unsere parlamentarische Geschäftsführerin, die alle Veranstaltungen mitorganisiert, Michaela Noll. Alle herzlich willkommen und viele Kollegen werden sicher im Laufe des Nachmittags noch vorbeischauen. Und jetzt sehe ich, Technik funktioniert, sehr beruhigend, wenn es um digitale Themen geht, dass dann noch die digitale Technik funktioniert. Und Frau Professor Eickemann, ich darf Ihnen das Wort geben. Ja. Sehr geehrte Frau Schön, sehr geehrter Herr Vollmering, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gerne die nächsten Minuten dazu nutzen, Ihnen ein paar Einblicke in die Ergebnisse der ICILS-Studie zu geben. Die Studie ist als Bildungsmonitoring-Studie angelegt, das heißt, sie gibt einmal Ergebnisse für Deutschland im internationalen Vergleich dar. Das heißt, wenn ich gleich berichte über einzelne Ergebnisse, dann ist einmal das Augenmerk von Ihrer Seite darauf auszurichten, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich. Aber ich glaube, mindestens genauso spannend
spannend ist es, wenn Sie gleich darauf Ausschau halten, wie es sich in Deutschland etwas differenzierter nochmal darstellt. Und auch dazu sagt so eine Bildungsmonitoring-Studie eine ganze Menge. Ich habe zu verschiedenen Bereichen jeweils 3 pointierte Ergebnisse herausgegriffen und möchte gerne kurz in die Studie einführen. Also der Ausgangspunkt der Studie ist, dass die Technisierung der gesamten Arbeitswelt und aller Lebensbereiche unaufhaltsam fortschreitet. Das haben wir alle schon mitbekommen. Und der kompetente Umgang mit neuen Technologien und digitalen Informationen scheint immer wichtiger denn je. Und es gibt eigentlich 2 Kernfragestellungen, die die Studie bearbeitet. Also einmal, welche Kompetenzen haben, und das ist jetzt die Fokusgruppe, mit der ich mich hier beschäftige oder sich die Studie auch beschäftigt, welche Kompetenzen haben Jugendliche gegen Ende der Pflichtschulzeit und unter welchen Rahmenbedingungen erwerben sie diese digitalen Kompetenzen? Wenn ich einmal auf den Kompetenzbereich mit Ihnen gemeinsam schaue, es ist gerade schon angeklungen und Sie haben es auch schon im Antrag gesehen, da wird genau dieses Ergebnis auch nochmal aufgegriffen, ist die Tatsache zunächst mal, dass Deutschland im Mittelfeld abschneidet. Also wenn wir uns den kompetenten Umgang mit neuen Technologien und digitalen Informationen, also da geht es auch um den Aspekt, den Herr Kauder gerade angesprochen hat, nämlich um genau diesen Verstehensaspekt anschauen, dann kommt Deutschland nicht über eine Mittelfeldstellung hinaus. Was heißt das? Für uns ist das zunächst mal ein sehr relativ überraschendes Ergebnis, denn wir sind alle davon ausgegangen, dass gerade auch in Deutschland junge Leute in einer von Medien geprägten Welt aufwachsen, und wir hatten eigentlich gehofft, dass sie dadurch auch zu kompetenten Nutzerinnen und Nutzern werden. Das ist aber keinesfalls der Fall, und Sie sehen, dass viele Länder, die in dem Bereich schon länger agieren, ohne auch zum Beispiel wie die Tschechische Republik in besonderer Aufmerksamkeit das gemacht zu haben, viel besser abschneiden als Deutschland. Und wenn Sie sich das Ergebnis anschauen, beispielsweise der Tschechischen Republik, die im internationalen Vergleich Spitzenreiter ist, dann sehen Sie, dass auch die Streuwerte geringer sind. Also die haben es offensichtlich auch noch geschafft, nicht nur hohe Kompetenzen im Schnitt zu erreichen in ihrem Land, sondern auch Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Denn die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler dort streuen nicht so stark wie beispielsweise in Deutschland. Wenn wir jetzt etwas genauer schauen, was heißt das für Deutschland? Wie muss man sich das vorstellen? Das war ja einmal nur der Vergleich der mittleren Kompetenzen der Jugendlichen. Dann kann man 2 Ergebnisse herausstellen. Das eine ist, dass wir ca. 30% der Jugendlichen haben, die nicht über die 3. Kompetenzstufe hinauskommen. Das sind Jugendliche, die können eigentlich nicht viel mehr als einen Link oder eine E-Mail anklicken oder allenfalls noch eine Datei speichern, aber das sind nicht die Kompetenzen, die sie brauchen werden, um im Leben, im Alltag und auch in der Berufswelt erfolgreich teilhaben zu können. Und mindestens genauso erstaunlich, denke ich mal, ist die Tatsache, dass wir nur 1,5% der Jugendlichen haben, die die höchste Kompetenzstufe erreichen. Das heißt also Jugendliche, die selbstbestimmt, kreativ, reflektiert mit digitalen Informationen und neuen Technologien umgehen können. Und ich denke mal, diese Zahlen, nicht mehr als 2%, wenn Sie sich das merken würden, also wir fördern auch die Leistungsspitze in keinster Weise in Deutschland. Ein Aspekt, der bei Bildungsmonitoring-Studien sowie PISA, IGLU, TIMSS oder jetzt auch ICLS immer ein ganz wichtiger ist, ist die Frage, wie sieht es aus eigentlich mit bestimmten Schülergruppen? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit Schülerinnen und Schülern aus sozioökonomisch schwächeren Lagen oder Schülern mit Migrationshintergrund oder auch welche Geschlechterdisparitäten gibt es? Und da muss man feststellen, dass wir eklatante Bildungsbenachteiligungen haben in Bezug auf Kinder und Jugendliche, die aus sozial schwachen Lagen kommen, dass wir auf beispielsweise im Bereich der unteren beiden Kompetenzstufen insgesamt 46,1% der Jugendlichen haben, die nicht Deutsch als überwiegende Familiensprache sprechen und sich hier eben, wenn man sich diese Kompetenzwerte anguckt, sehr große Disparitäten ergeben. Was auch ein interessantes Ergebnis, glaube ich, ist, mit dem vielleicht viele von Ihnen gar nicht so gerechnet haben, wenn Sie sich mit der Studie noch nicht ausführlich beschäftigt haben, die Mädchen schneiden besser ab als die Jungen. Und zwar gibt es kein Land weltweit, in dem die Jungen besser abschneiden als die Mädchen. Die Mädchen in Deutschland erreichen signifikant bessere Leistungen in diesem Bereich. Und der zeigt auch nochmal, dass es nicht um Technik geht vorrangig, dass es in diesem Bereich, der hier betrachtet wird, um eine fächerübergreifende Schlüsselkompetenz geht, wo es vor allen Dingen auch um den kompetenten Umgang mit Informationen, die dann, wie hier getestet, digital bereitgestellt werden, also dieser Verstehensaspekt möglicherweise auch relativ nah an Lesekompetenz ist.
Ja, wenn wir uns jetzt die Rahmenbedingungen anschauen, auch hier habe ich drei einzelne Ergebnisse aus einer Studie, deren erster Berichtsband alleine 350 Seiten umfasst, zusammengestellt, um Ihnen ein bisschen die Situation in Deutschland nochmal anhand von Zahlen auch deutlich zu machen. Sie sehen auf der einen Seite, die schulische IT-Ausstattung wird ganz oft angesprochen. Wir haben ein Vorwissen darüber oder haben Erfahrungswerte. Es gibt Schulen, die in dem Bereich ganz hervorragende Arbeit leisten. Das darf man, wenn man so Mittelwerte bildet, nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn wir uns die durchschnittliche Ausstattung anschauen an Schulen in Deutschland, dann kommen wir auf ein Computerschülerverhältnis von 1 zu 11,5 oder andersrum gesprochen Schüler-Computer-Verhältnis von 11,5 zu 1. Das ist exakt der Wert, den das BMBF mit seiner letzten Ausstattungsstudie aus dem Jahr 2006 veröffentlicht hat. Also man kann sagen, in den letzten 10 Jahren haben sich vielleicht die Technologien geändert, aber das Ausstattungsverhältnis als solches hat sich nicht geändert. Was ich an der Stelle ergänzen möchte, ist, ich habe jetzt einige Länder herausgegriffen, zum Beispiel Norwegen, da hätte man auch die Niederlande stehen können oder Australien oder Dänemark. Da gibt es in den Schulen viel bessere Ausstattungsverhältnisse und zusätzlich gibt es in den Ländern eine unheimliche Akzeptanz und Auswertung mobiler Schüler, eigener Technologien. Also die Schulen halten Geräte bereit und die Schülerinnen und Schüler sind selber auch noch ausgestattet. Das denke ich mal, das ist so nochmal ein Impuls, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Also es geht nicht nur darum, auch Laptops oder Tablets an die Schüler zu verteilen. Ein Aspekt aus der Lehrerperspektive oder von der Lehrerseite habe ich herausgegriffen und so zusammengefasst, Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sind unzufrieden mit dem, was in der Schule verfügbar ist, mit den Internetanschlüssen, mit den Technologien. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier, den ich nochmal aufgreifen möchte, eben die Lehrerperspektive auch nochmal einzunehmen, insbesondere wenn ich dann zur nächsten Folie komme und damit auch die Ergebnisseite abschließen möchte. Es gibt kein Land weltweit, in dem Lehrerinnen und Lehrer seltener neue Technologien nutzen als in Deutschland. Man muss hier sehr vorsichtig sein, wir dürfen hier keine Lehrerschelte an der Stelle betreiben, denn man muss auch wissen, dass wir eine große Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern haben, die neue Technologien nutzen würden, aber einfach nicht die geeigneten Rahmenbedingungen dafür in ihrer Schule vorfinden und auch nicht in ihrer Schule erzeugen können ohne Hilfe. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man diesen Aspekt auch nochmal sehr differenziert betrachtet. Ja. Ich habe nur 10 Minuten bekommen, habe Ihnen jetzt von 350 Seiten die wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt. Es gibt dazu ein Buch, das ist kostenlos runterladbar. Da gibt es einen QR-Code, wenn Sie den so schnell einlesen können, ist gut. Wenn nicht, gehen Sie auf meine Webseite, da können Sie sich umfänglich die Ergebnisse anschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir einen wunderschönen guten Mittag. Wir starten jetzt in die Podiumsdiskussion. Wir haben noch einige Überleitungsfragen auch an Professor Dr. Eichelmann. Bevor wir die auch stellen, würde ich ganz gerne das Podium einmal kurz hier auch vorstellen. Neben mir sitzt Professor Dr. Eftenakis, der Präsident des Didakta-Verbandes. Rechts neben mir sitzt Christine Haug, die erste Vorsitzende des Bündnisses für Bildung und auch gleichzeitig tätig für den Cornelsen Schulbuch Verlag. Daneben sitzt Dr. Andreas Pallack. Er ist Schulleiter des Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg. Als diese Veranstaltung bekannt gegeben worden ist, hat jemand in einem Blog bemängelt, es gäbe kaum Lehrer und didaktische Fachkompetenz, aber da war dann wohl auch die Information und die Fähigkeit zu recherchieren noch nicht besonders ausgeprägt, denn jeder, der Andreas Pallack gleich erleben wird, der weiß auch, dass dort jemand ist, der die didaktische Perspektive natürlich auch mit einbringt oder auch handlungsorientiert auch weiß, was dort stattfindet. Und dann haben wir noch Lena Sophie Müller bei uns, Geschäftsführerin der Initiative D21. Und von daher würde ich jetzt ganz gerne eben kurz um einen Applaus bitten, damit wir unsere Gäste auch alle einmal begrüßen. Und dann auch direkt in die Diskussion einsteigen. Die erste Frage nochmal an Professor Dr.
Eickelmann, wenn wir uns ja das Ziel setzen und auch Volker Kauder hat darauf hingewiesen und wir im politischen Raum sind Ihnen ja alle sehr, sehr dankbar auch dafür, dass Sie diese Studie auch gemacht haben, weil sie ja nochmal ein Weckruf auch ist und ja letztendlich auch allen Bildungspolitikern, die immer gesagt haben, ja, wir stellen fest, dass wir in diesem Bereich auch hinterherhinken. Wenn wir also international anschlussfähig sein wollen, welche Handlungshinweise kann uns eigentlich Ihre Studie auch geben? Was wären so die ersten Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht getroffen werden müssten von der Bildungspolitik? Ja, Herr Vollmering, vielen Dank für die Frage. Da fällt einem natürlich ganz viel ein, wenn man sich mit dem Gebiet schon ganz lange beschäftigt. Aber es denke ich mal, es gibt so ein paar zentrale Aspekte, die angesprochen werden müssen. Das eine ist erstmal Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe da gerade schon einige Aspekte dazu gesagt. Das heißt aber nicht nur Ausstattung schaffen. Wir hatten in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen Ausstattungsinitiativen, wo wir mit nach dem Gießkannenprinzip zum Beispiel Laptops verteilt haben. Das alleine greift nicht. Also wir können nicht nur Ausstattung in die Schulen bringen. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer auch ausbilden und fortbilden. Wir hatten mal heimlich die Idee, wenn es einen Alters- oder einen Generationenumschwung gibt bei den Lehrerinnen und Lehrern, dann löst sich das Problem von allein und die jungen Lehrerinnen und Lehrer kommen in die Schule und sind technikaffiner. Die sind technikaffiner, das stimmt schon, aber die sind nicht besser didaktisch ausgebildet. Das ist nur der Fall, wenn sie Glück hatten, an einem Ausbildungsstandort zu sein. Und dieses Glück haben, in der richtigen Schule zu sein, Glück haben, an der richtigen Ausbildungsstätte zu sein, das ist etwas, was in Deutschland das größte Problem macht. Wir haben sozusagen keine systematische, flächendeckende Verankerung von Lehrerausbildung, von Curricula in den Schulen. Ja, das ist eigentlich so der Aspekt. Auf der anderen Ebene müssen wir die Schulen auf der Prozessebene unterstützen. Ich setze mal eine grundsätzliche Bereitschaft der Schulen voraus. Vielleicht nicht so sehr, wenn man in Richtung Wirtschaft oder so denkt. Ich bin mir relativ sicher, dass es für Pädagoginnen und Pädagogen andere Zielsetzungen gibt, die wichtiger sind. Beispielsweise die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern, die Ausbildung und Vorbereitung der Kinder, die sie unterrichten, auf den Arbeitsmarkt und da auch anzuknüpfen, welche Schülerinnen und Schüler man vor Ort findet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und da kann man ansetzen an Schulen, diese Bereitschaft aufzunehmen. Dazu brauchen Schulen Unterstützung. Und das Nächste, und das ist etwas, was man teilweise bei PISA vergessen hat, ist, viele Maßnahmen sind durchgeführt worden, aber wir brauchen Evaluation von Maßnahmen. Das heißt, wir müssen wissen, was wirkt und was nicht wirkt. Also was ist kompetenzorientiert am Ende, was unterstützt die Schülerinnen selber. Ansonsten habe ich ein bisschen Sorge vor blinden Aktionismus. Das waren jetzt meine wichtigsten Punkte erstmal. Ja, vielen Dank dazu. Die Frage leitet so ein bisschen auch über zu Frau Müller. Sie haben ja gerade darauf hingewiesen, es gibt ja unterschiedliche Kompetenzen und ja, jedes Bundesland hat so auch im Bereich der digitalen Bildung so seinen eigenen Schwerpunktweg. Da gibt es eine entsprechende Studie auch der D21, Frau Müller. Könnten Sie da vielleicht mal vielleicht ganz kurz erklären, wenn Sie die Medienbildung an deutschen Schulen auch sich ja vor Augen halten, was stellen Sie eigentlich fest, zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Gibt es jetzt bestimmte Vorreiter? Was ist so das Problem, das wir zurzeit in dem Bereich haben, dass praktisch jedes Bundesland für sich selber so ein bisschen ja, hantiert? Die Studie, die Sie ansprechen, ist die Studie Medienbildung an deutschen Schulen, die wir durchgeführt haben mit Partnern und einfach mal geschaut haben, was sind eigentlich so die Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich glaube, dass wir in den Statements am Anfang schon gehört haben, dass Bildung letztlich ein Thema ist, was das komplette Leben betrifft, was auch die Wirtschaft später betrifft. Und was wir nochmal herausgestellt haben, ist, dass Medienbildung bedeutet, lernen mit digitalen Medien und lernen über digitale Medien. Also es ist ganz wichtig, dass man das nicht schwarz-weiß betrachtet. Und da muss man eigentlich an drei Stellschrauben drehen. Das eine ist, wurde gerade ganz korrekt angesprochen, die strukturelle Verankerung von all diesen Konzepten in den Curricula etc. Da vielleicht ein Beispiel, weil Sie mich gerade danach fragten, wie das auf die Bundesländer verteilt ist. Das ist recht unterschiedlich verteilt bei der strukturellen Verankerung. Also wir sehen das zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern, also MacPom, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ist das recht gut verankert. Wir sehen aber, dass es so in Ländern wie Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sehr schwach ausgeprägt ist, dass wir da aber eine sehr gute Verankerung in qualitativ sehr hochwertigen Projekten haben. Und Berlin, Brandenburg, Hessen, da sieht das einfach noch nicht ganz so gut aus. Nur ganz schnell die zwei weiteren Stellschrauben, muss ich auch nochmal unterstützen, Lehrerbildung, ganz wichtig, Fortbildung, generell die Ausbildung, Referendariat, Studium. Aber auch die Infrastruktur und da nicht nur sozusagen die Geräte, sondern das Internet, breitbandiges Internet in die Schulen bringen, WLAN in die Klassenräume, Steckdosen in die Klassenräume, IT-Support in die Schulen,
und digitale Lernmittel bereitstellen. Und das bedeutet auch eine Diskussion über, wie sehen digitale Inhalte in Zukunft aus, gerade auch wenn wir das ganze Thema OER haben. Sie haben jetzt gerade, Frau Müller, die Infrastruktur auch angesprochen. Dort setzt sich ja auch das Bündnis für Bildung sehr stark ein. Frau Haug, Sie haben ja selber mal gesagt, ja, wir wollen praktisch eine Blaupause für die Autobahn zeichnen, auf der Bildung transportiert werden kann. Wenn Sie sich jetzt diese Autobahn auch vorstellen, auch in Bezug auf mögliche IT-Infrastruktur, und ja, es gibt ja verschiedene Arten von Straßen, die wir alle auch in einer gewissen Art und Weise auch kennen. Und um im Bild zu bleiben, dann folgende Frage. In welchem Bereich befinden wir uns denn da? Sind wir auf der Autobahn zurzeit? Haben wir eine Landstraße oder sind wir auf Schotterpisten unterwegs? Oh, da würde ich gerne anknüpfen an das, was Frau Eichelmann gesagt hat. Bei uns im Land muss man im Moment Glück haben. Wenn man Glück hat, ist man schon auf einer Autobahn. Und wenn man eben Pech hat, ist man wirklich auf einer Schotterpiste. Und das, was wir so beobachten, ist, dass weniger als 10% der Schulen wirklich so ausgestattet sind, dass man davon sprechen kann, dass die wirklich eine digitale Bildung unternehmen können. Und von daher, wenn Sie ins Gesamtbild gucken wollen, haben wir im gesamten Land auf jeden Fall noch nicht mal die Landstraße erreicht, würde ich sagen. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass das aufhört mit dem Glück haben, dass man wirklich für eine Standardisierung sorgen kann und mit so einer Blaupause einfach jede Schule es auch einfacher haben kann, sich auszustatten. Direkte Nachfrage. Wir haben als Koalitionsfraktion jetzt in unserem Antrag die Idee eines Paktes für digitale Bildung eingebracht, wo wir gesagt haben, wir wollen mal versuchen, im Rahmen der Strategie Digitales Lernen, die jetzt das BMBF gemeinsam mit den Ländern auch verhandeln wird, dass wir mal versuchen wollen, so wie wir es ja hier heute auch schon gemacht haben, praktisch alle Player, die es gibt, mal zusammenzufassen, gemeinsame Initiativen zu starten, dass praktisch der Staat, die Politik, der Bund, die Länder sich zusammentun, gemeinsam mit Wirtschaftsunternehmen darüber zu diskutieren, wie schaffen wir es jetzt eigentlich im Bereich der digitalen Bildung, diesen Aufholprozess, der ja dringend notwendig ist, dann auch zu starten, um von diesen 1,5% Bestwerten da auch runterzukommen und die dann auch auszuweiten. Wie stehen Sie eigentlich zu dieser Idee, dass man sagt, wir kooperieren als staatliche Ebene auch stärker mit der Wirtschaft? Da stehen wir sehr positiv, weil wir einfach der Meinung sind, also uns muss allen klar sein, eine Veränderung wird auch Geld kosten, aber es muss ja nicht Unsummen kosten, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern wenn wir einfach gemeinsam an die Themen rangehen, können wir einfach versuchen, vernünftige Wege aufzuzeigen. Von daher stehen wir da sehr positiv dem gegenüber. Von Ihnen, Herr Professor Dr. Eftenakis, weiß ich zwei Dinge. Zum einen haben Sie gesagt, ja, wenn ich in einem Vorgespräch mal, was wir geführt haben, wenn ich entscheiden würde und könnte, dann wäre das eigentlich gar nicht so schwierig mit der digitalen Bildung. Da würde ich einfach sagen, wir machen einen Staatsvertrag und damit würden wir schon ein ordentliches Stück vorankommen. Diesen Staatsvertrag, diese Idee haben wir ja auch in unserem Koalitionsantrag auch mit aufgenommen. Was würden Sie sich eigentlich jetzt, weil Sie ja jemand sind, der sich schon sehr, sehr lange damit auch auseinandersetzt, was würden Sie für Erwartungen an so einen Staatsvertrag auch knüpfen? Was würden Sie verlangen? Die Haupterwartung, die ich damit verbinden würde, wäre die Reduktion der Chancenungleichheit, die im Land sehr stark verbreitet ist. Wir haben bis jetzt mit allen Instrumenten, die wir eingesetzt haben, eins erreicht, ungleiche Chancen für die Kinder bundesweit zu bieten. Ich habe die Analyse der Bildungspläne für den Kindergartenbereich vorgenommen. Die Differenz der Bildungspläne entlang der Länder ist größer als die Differenz zwischen dem Bildungsplan von Mauretanien und Großbritannien. Wenn Sie diese Diversität dem Feld zumuten, müssen Sie das politische Ergebnis ernten, dass Sie den am höchsten ausgeprägten Grad an Bildungsdiversität im OECD-Vergleich aufweist. Das kostet sehr viel. Der zweite Aspekt hat meine Kollegin dankenswerterweise erwähnt. Das System ist so organisiert, dass die Gender völlig ungleich behandelt werden. Eine weitere Ungleichheit, eine weitere Quelle von Problemen, das haben auch andere Studien seit Mitte der 2007 bereits schon belegt. Wenn ich also darauf reagieren würde, würde ich diese Diskussion um die sogenannte digitale Bildung, es ist keine digitale Bildung, indem sie neue Technologien nutzt, der Terminus selbst ist zu hinterfragen, aber gut, dann würde ich das verbinden mit einer generellen Debatte über die Reform des Bildungssystems.
Denn das Bildungssystem der Bundesrepublik bleibt seiner Tradition zu lange treu. Erstens vermittelt Wissen vorwiegend, wir sprechen über Kompetenzen, aber wenn man in die Klasse hineingeht und wenn man das sich sehr genau anguckt, dann finden Sie eine wunderbare Wissensvermittlung. Und diese Wissensvermittlung ist noch einmal jetzt dominant in den neuen Technologien. Wenn Sie draußen die Stände sehen und fragen, was wollen Sie damit vermitteln, dann kriegen Sie eine wunderbare Wissensvermittlung. Moderne Bildungssysteme fokussieren heute auf den Lern- und den Bildungsprozess und nicht auf die Technologie und nicht allein auf die Wissensvermittlung. Wissensvermittlung ist ein Instrument, das wir nutzen und unverzichtbar bleibt, aber um Bildungsprozesse so zu organisieren, dass sie die kindliche Entwicklung und die kindlichen Kompetenzen von Anfang an stärken. Diesen paradigmatischen Wechsel vollziehen wir nicht und ich sehe jetzt mit der digitalen Bildung die weitere Gefahr, dass wir ihn sogar noch verfestigen. Auf der anderen Seite haben wir die Chance, momentan Bildung als neu zu definieren, nicht mehr als individuumzentrierten Prozess, wie wir bislang angenommen haben, sondern als sozialen Prozess. Und dieser soziale Prozess beruht auf Kommunikation, auf Diskursen, auf Austausch. Und neue Technologien eröffnen natürlich eine neue Dimension zur Gestaltung dieser Kommunikation, dieses Austausches. Diese aber zu nutzen, im Kontext einer anderen theoretischen Position ist die Voraussetzung, damit die digitale Bildung ihre Wirkung entfalten kann. Und letzter Punkt. Heute wissen wir, dass Bildungssysteme überhaupt nicht ausreichen, um Kompetenzen zu stärken. Die ganze entwicklungspsychologische Forschung seit 60 Jahren vermittelt den gleichen Befund. Den höchsten Anteil der Kompetenz erklären Variablen außerhalb der Bildungsinstitution. Wenn Sie aber jetzt digitale Bildung einsetzen, haben Sie eine völlig neue Perspektive, diese außerhalb befindlichen Bildungsorte mit dem Curriculum zu verbinden. Wir als Bildungswirtschaft haben diese Komplexität längst erkannt und versuchen, in Dialog zu treten mit der Politik, um klarzumachen, dass Alleinprodukte dieses Problem überhaupt nicht angehen können, sondern es muss eine produktive Verbindung zwischen der Hardware, dem Curriculum, der Professionalisierung der Fachkräfte und der Organisation der Schule selbst. Und wenn es uns gelingt, gemeinsam Prototypen dieser Art zu etablieren, wo wir auf allen Ebenen der Schulorganisation zeigen, wie sinnvoll es ist, sinnvoll nicht nur ökonomisch, sondern auch sinnvoll im Sinne der Stärken der Entwicklung des Kindes, die neue Technologien einzubetten, dann hätten wir vielleicht den Schritt vollzogen, der notwendig ist, um manche Vorbehalte, die ich auch heute gehört habe, dann doch in einen anderen Kontext zu stellen. Manches, was Herr Kauder heute vermittelt hat, kennen wir aus der Zeit, wo die Schreibmaschine eingeführt wurde. Auch damals wurde exakt die gleiche Argumentation geführt, wir werden aufhören, mit der Hand zu schreiben. Insofern sollten wir wirklich hier diese Dinge in einen anderen theoretischen Kontext, mit einem anderen Bildungsverständnis, mit der Bereitschaft zu akzeptieren, dass die Schule eine begrenzte Wirkung im Bereich der Bildung entfalten kann und deshalb die anderen Bildungsorte einbeziehen sollten. Diese Chancen sind jetzt zu diskutieren und ich denke, eine Debatte darüber und nicht eine einseitige Fixierung auf digitale Bildung würde uns als Land viel weiterführen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für den sehr interessanten Input, den ich jetzt praktisch ja direkt weiterleiten würde an jemanden, der ja auch wirklich Praktiker ist und der ja praktisch das Franz-Stock-Gymnasium nur zu einer Art Mustergymnasium für digitale Bildung auch entwickelt hat und ausgebaut hat. Daher meine erste Frage an Sie, Dr. Palak, wie haben Sie das eigentlich geschafft, Ihr Kollegium von diesem Weg zu überzeugen, dass digitale Bildung etwas ist, das sinnvoll ist und haben dabei es dann auch gleichzeitig geschafft, die Bedenken, die ja jetzt hier gerade auch schon aufgetaucht sind und ja auch immer wieder, sagen wir mal, unter dem Begriff der Zwangsdigitalisierung eine Rolle spielen oder eben unter dem Aspekt abgetan werden, dass man sagt, digitale Bildung als solches ist überhaupt eine große Lüge. Da gibt es ja jetzt auch ein Buch, was da erschienen ist. Wie haben Sie das geschafft? Wie sind Sie da eigentlich vorangegangen? Und was müssen eigentlich Ihre Schüler können, wenn sie ihr Gymnasium verlassen? Das Letzte muss ich kurz noch aufschreiben.
Ja, wie sind wir da vorgegangen? Ich leite diese Schule seit gut 2 Jahren und ich habe es gerade noch mal ausgerechnet, als ich die Zahlen von Issels gesehen hatte. Wir hatten also eine Computerquote, die lag bei 1:8 ungefähr. Wir hatten also riesige Computerkabinette, die alle zentral verwaltet wurden. Die Schwierigkeit war nur, kein Mensch hat diese Computerkabinette genutzt. Erst recht nicht für den Unterricht. Wir hatten eine Online-Lernplattform, die auch relativ brach lag. Und im Kollegium, dem ich da begegnet bin, die waren willig. Die haben gesagt, wir haben hier Inhalte, die Schülerinnen und Schüler lernen sollen. Wir haben hier beispielsweise im Mathematikunterricht Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erwerben sollen. Und wir möchten eigentlich digitale Medien an bestimmten Punkten einsetzen. Ich habe dann angefangen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, bestehend aus Lehrkräften, die genau dieser Frage nachgegangen sind. Ja, und dann ist etwas passiert, was ich auch von anderen Schulen und Institutionen kenne. Man hat angefangen, über Geräte zu diskutieren. Ist es denn Android? Oder ist es denn der Laptop? Oder müssen die Computerräume neu ausgestattet werden? Und nach kurzer Zeit hat man angefangen, sich zu zerreiben. Und da haben wir gesagt, nee, jetzt müssen wir die Notbremse ziehen in dieser Arbeitsgruppe. Wir dürfen nicht fragen, was wollt ihr haben? Wir müssen fragen, was wollt ihr eigentlich im Unterricht machen? Wie wollt ihr eigentlich das, was ihr im Unterricht erreichen wollt, erreichen und welche Medien sind dabei sinnvoll? Und da haben wir gesehen, das sind bestimmte Funktionalitäten, die zum Teil recht einfach tatsächlich sind. Das sind zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte gerne ein Schülerdokument an die Wand werfen können. Das kann man mit einer Dokumentenkamera machen. Das kann ich aber auch mit dem Handy beispielsweise machen, wo ich eine Schülerausarbeitung abfotografiere. Habe diverseste Möglichkeiten. Oder die Mathematiklehrer sagen, sie möchten gerne Graphen im Unterricht jederzeit zeichnen können. Dafür kann jeder Schüler einen Laptop haben, es reicht aber auch ein Grafikrechner oder es reicht sogar das Handy, was über entsprechende Apps an bestimmten Stellen verfügt. Und damit, mit dieser Agenda, sind wir dann an den Schulträger gegangen und der war dann auch begeistert, weil er gesehen hat, das, was wir da vorhaben, das kostet gar nicht so viel. Was haben wir also gemacht? Wir haben unsere Ausstattungsquote der Computerräume von 1:8 auf 1:32 verkleinert. Wir sind ein Gymnasium mit 1100 Schülerinnen und Schülern. Wir haben insgesamt 2 Computerräume mit jeweils 16 Computern. Wir haben angefangen, die Infrastruktur in den einzelnen Klassenräumen so aufzubauen, dass die Lehrkraft, also wir halten unsere Lehrkräfte für Profis für das Lernen und versuchen, dass sie an jedem Raum ähnliche Bedingungen vorfinden. Verlässliche Bedingungen, nicht, dass man sich für einen Computerraum eintragen muss, nicht, dass man sich für das Smartboard anmelden muss. Nein, in jedem Raum sind vergleichbare relativ spartanisch, also zum Beispiel Steckdosen wären tatsächlich schön. Ne? Also daran arbeiten wir noch, vergleichbare Bedingungen vorfindet. Und die Fachschaften haben dann auf dieser Basis angefangen, das, was hier, glaube ich, als digitale Bildung bezeichnet wird, zu integrieren. An welchen Stellen vermitteln wir wie welche Kompetenzen? Und ich muss immer da ein bisschen schmunzeln, wenn man über das Verlernen der Handschrift spricht, weil das genau bei uns durch den Einsatz digitaler Medien gefördert wird. Seit wir mit Schülerdokumenten authentisch im Unterricht arbeiten, beispielsweise über Dokumentenkameras oder indem tatsächlich Schülerprodukte abfotografiert werden, wissen die Schüler natürlich, dass was ich zu Hause geschrieben habe, was ich vorbereitet habe, beispielsweise in unseren Studienzeiten, das wird zum Gegenstand des Unterrichts. So entsprechend werden natürlich diese Materialien ganz anders angefertigt, mit einem ganz anderen Bewusstsein und mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit. Weiteres Beispiel, was man auch mit 0 Euro sofort machen kann in jeder Schule. Viele unserer Kollegen und auch ich setzen begeistert mittlerweile die Handykameras der Schüler ein, um Kurzpräsentationen, Kurzerklärungen anfertigen zu können. Ganz typisch im Unterricht ist, man hat eine Gruppenphase und dann soll eine Präsentation vorbereitet werden und dann stellen einzelne Gruppen vorne vor. Was wir mitbekommen haben, ist, dass durch den Einsatz dieser Videos die Gruppenarbeitsphasen eine ganz andere Ernsthaftigkeit bekommen. Man kriegt eine vorgeschriebene Zeit, man kann nochmal korrigieren und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was da passiert. Und das kann jeder Lehrer, wenn er denn möchte, morgen in seinem Unterricht umsetzen. Und das ist für mich die Schwierigkeit, wenn man über digitale Bildung spricht. Ich würde gerne über Bildung sprechen, ich würde über Offenheit sprechen von Schule. Ich würde gerne die Diskussion über Kompetenzorientierung, die wir in den letzten 10 Jahren geführt haben, nicht nochmal führen, sondern würde genau, wie Sie es gerade auch gesagt haben, exakt an dieser Stelle wieder anknüpfen, würde mir aber auch tatsächlich auch wünschen, dass wir mit Blick auf Standards, das ist, was Sie gefragt haben, was müssen unsere Schülerinnen und Schüler am Ende können, tatsächlich die Diskussion nochmal ein kleines wenig aufmachen. Ich denke tatsächlich, dass wir bundesweite Standards brauchen für den Einsatz digitaler Medien. Ich glaube aber auch, dass wir
direkt den ersten Fehler machen, wenn wir anfangen, die mit Geräten in Stein zu meißeln. Wer weiß, ob es in 5 Jahren noch Tablet-Computer gibt? Ich bezweifle das jeden Tag stärker, wenn ich jetzt schon sehe, es gibt sowas wie holographische Uhren, die es entsprechend gibt. Und das ist doch genau, was ich möchte. Ich möchte doch morgen in meine Schule gehen und da mit der aktuellsten Technik das Optimum für meine Schülerinnen und Schüler rausholen. Und das schafft man eben nur, wenn man diese Offenheit tatsächlich auch erhält. Und da wären eben Standards, die in Stein gemeißelt wären, widersinnig. Sondern vielmehr müssen wir, glaube ich, darüber sprechen, was für Medienarten werden heute im Unterricht eingesetzt, um bestimmte Kompetenzen zu vermitteln. Werden diese Medienarten auch in 5 Jahren noch aktuell sein? Ich glaube, eine Textverarbeitung, die wird nicht abgeschafft werden. Deswegen ist das etwas, was in so einem Curriculum entsprechend passen könnte. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klipp und klar betonen, über welche Basiskompetenzen müssen Schülerinnen und Schüler verfügen, wenn sie die Schule verlassen. Mich graust es, dass wir heute noch darüber sprechen müssen, ob jemand, der Abitur bekommt, einen Reitsatz kann. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass Basiskompetenzen, die im Leben benötigt werden, ich habe da selber auch gearbeitet in den letzten Jahren, tatsächlich auch entsprechend vermittelt werden. Das Gleiche gilt für den Bereich natürlich des Schreibens, des Rechnens und auch für andere Basiskompetenzen, die benötigt werden, aber eben auch für digitale Kompetenzen, das heißt also den Umgang, die Offenheit mit digitalen Medien, mit Blick auf die Zukunft im Berufsfeld und dem lebenslangen Lernen. Schaue ich gerade nochmal? Ja, Punkt. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Professor Eftenakis, ist diese Vision jetzt gerade schon aufgetan worden? Ist sie international schon irgendwo umgesetzt, wo Sie sagen würden, das ist ein Land, das kenne ich jetzt aus eigener Anschauung, das praktisch ja eine Art Blaupause für Deutschland auch sein könnte in diesem Sinne? Ich würde jetzt nicht ein Land als fällen, sondern ich habe gerade jetzt ein neues Buch herausgebracht über die Modernisierung von Bildungssystemen und über die Professionalisierung von Fachkräften in 12 Ländern der Welt. Und ich kann nur ein Beispiel nennen, weil mich das tief betroffen gemacht hat. Schottland hat ja die Verantwortung für die Bildung 1999 von der zentralen Regierung übernommen. Und in 15 Jahren haben sie in der Professionalisierung der Fachkräfte, in der Modernisierung des Bildungssystems, in der Verbindung von Forschung und Praxis, in der Einführung von neuen Technologien viel mehr Reformen eingeleitet, als wir seit 1945. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der Aufgeschlossenheit und Bereitschaft, es ist heute auch eine Frage, wie schnell und wie nachhaltig wir handeln, wenn es darum geht, Bildungssysteme zu reformieren. Die Bundesrepublik hat hier das große Problem, dass Reformen im Grunde genommen an der Organisation oft scheitern. Und ich habe nicht bis jetzt irgendein Land erkennen können, denn über 40 Jahren, wo ich in diesem Feld tätig bin, wo ich sagen würde, ja, die haben das wirklich mit Zuversicht, mit Kompetenz, mit dem Willen, etwas zu reformieren, angepackt. Ich habe Reformchen, ich habe Strukturdebatten, Organisationsdebatten kennengelernt, aber eine echte Reform, die wirklich auf den Bildungsprozess fokussiert, die darauf hinausgeht, dass moderne Bildungssysteme sich nicht mehr über die Legitimation der Vermittlung von Wissen wie im vorigen Jahrhundert legitimieren lassen, sondern über die Stärkung kindlicher Entwicklung, kindlicher Kompetenzen. Wir haben die ganze Geschichte des Bildungssystems von oben nach unten organisiert. Ich merke, wir kommen nicht aus diesem Konzept und wir drehen es nicht ins Gegenteil, eine Reform von unten nach oben zu tun. Moderne Kompetenzen, die heute zu Recht moniert werden, entwickeln sich nicht in der Universität. Sie entwickeln sich in den ersten Jahren der kindlichen Entwicklung. Und das muss das Bildungssystem begreifen. Ich habe mir das Finanzierungsmodell der Bundesrepublik angeguckt. Es ist so organisiert, dass es exakt entgegengesetzt der Effizienzlogik existiert. Das kann man empirisch heute alles nachweisen. Und das sind Punkte, die in einem Land, das wirklich den Anspruch erhebt, was Herr Kaude heute definiert hat, diesen Anspruch verwirklichen will, das ist der falsche Weg. Das muss begriffen werden und das muss hier in der Tat eine Reform eingeleitet werden.
Auch die theoretische Grundlage, auf der heute das Bildungssystem noch aufbaut, größtenteils, hier muss man differenzieren, weil es Initiativen gibt, die schon den Weg gefunden haben, aber größtenteils befindet sich nicht in Einklang mit internationalen Entwicklungen. Und wenn Sie auf einer theoretischen Grundlage aufbauen, ein System gestalten, die nicht mehr zu halten ist, dann ist das, was kommt, selbstverständlich dann die Folge davon. Also wir haben hier ernste Probleme. Und ich kann nur appellieren, dass man mit dem nötigen Ernst, mit der Kompetenz und mit der Entschlossenheit an der Weiterentwicklung dieses Systems arbeiten sollte. Ich würde direkt die nächste Frage an Frau Eickelmann auch abschließen. Es wird ja da darüber diskutiert, ja, was ist überhaupt digitale Bildung, beziehungsweise es ist ja gerade darauf hingewiesen worden, ja, wir müssen Kompetenzen festlegen. Es gibt die Debatte auch um neue Fächer, die ständig dort auch eine Rolle auch spielen. Was würden Sie zu diesen Bestrebungen da auch sagen, weil Sie sagen, oder weil Sie da so ein bisschen ja auch darauf abzielen, dass man sagt, okay, wie, im Endeffekt sind das alles wieder so ein bisschen Strukturdebatten. Vertue ich mich da so ein bisschen? Oder habe ich da vielleicht auch ein bisschen recht, dass das alles so ein bisschen vielleicht auch der Aufwand oder das Feigenblättchen ist, um letztendlich zu verhindern, dass ich überhaupt einen Schritt nach vorne gehe in dem Bereich? Ich möchte einmal ganz kurz noch mal zum Kollegen Eftenakis noch mal etwas ergänzen. Also ich glaube, es geht nicht um Quantität, es geht vor allen Dingen um Qualität. Das haben uns Länder wie Schottland vorgemacht, das macht uns aber auch die Tschechische Republik vor, indem es einen nationalen Rahmenplan gibt, der dann auf der Einzelschulebene runtergebrochen wird, der auch begleitet wird durch Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Schulinspektionen, die da durchaus positiv wirksam sind. Also das sind Länder, in denen so etwas hervorragend läuft und wo dann genau auch etwas umgesetzt werden kann, wie Herr Eftenakis das gerade ausgeführt hat. Zu Ihrer Frage, ich werde das ständig gefragt, das zielt auch ein bisschen auf die Debatte ab, was ist eigentlich mit Informatik? Also ich glaube, dass die Einführung von Informatik als Pflichtfach in Deutschland flächendeckend längst überfällig ist. Das ist eine Diskussion, die finde ich ehrlich gesagt unsäglich, wenn man einmal über die Landesgrenzen hinausschaut. Aber Informatik ist nicht mein Kompetenzbereich, womit sich dann auch diese Studie beschäftigt, die ich vorgestellt habe. Das ist etwas, da geht es um fächerübergreifende Schlüsselkompetenzen, da geht es nicht um fachliche Kompetenzen. Und deshalb bin ich bei der Frage immer ein bisschen empfindlich. Das ist auch die Feigenblattfrage, genau, das ist auch die Feigenblattfrage sozusagen. Reicht es, wenn wir jetzt einen Bereich alleine stärken und der rettet dann die Welt? Ich glaube, so funktioniert Schule nicht, so funktioniert Lernen nicht. Und Herr Pallack hat es sehr schön ausgeführt, hat ein paar Beispiele aus der Mathematik genannt. Und wir hätten bis heute Abend bestimmt weiter erzählen können, uns gegenseitig aus allen möglichen Fächern hervorragende Beispiele berichten können, die immer auch einen Beitrag leisten, einmal zum fachlichen Kompetenzerwerb, zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, zur Förderung von starken, von schwachen Schülern, und vor allen Dingen auch zur Förderung überfachlicher Kompetenzen, wie soziale Kompetenzen, aber wie eben auch so etwas wie das, was wir in Deutschland Medienkompetenz nennen oder wir, wenn wir es bezogen haben, auf die neuen Technologien, Computer- und informationsbezogene Kompetenzen. Also das eine längst überfällig und das andere sehr in den Anfängen in Deutschland und unglaublich wichtig. Ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen, auch das Podium mit die Zuschauer mit einzubeziehen. Wenn Sie Fragen haben, eben kurzes Signal auch geben. Wir haben jetzt noch ein ganz kurzes Zeitfenster, bevor wir auch ein Praxisbeispiel noch zeigen für entsprechende Fragen. Ich sehe jetzt dort zwei. Der Herr zuerst, bitteschön. Und sagen Sie eben kurz, wer Sie sind und an wen Sie die Frage richten. Darüber diskutiert, irgendwelche auch Kopiergeldzuschüsse aus der Kommune zu streichen.
erreichen, weil gerade auch wieder die Turnhalle bald saniert werden muss. Das lohnt. Das war jetzt eher ein allgemeines Statement. Bitte schön. Mein Name ist Jochen Michels. Da habe ich etwas die Diskussionsbeiträge und Antworten vom Podium auch etwas vermisst. Also die Frage, wie kann man intelligente Finanzierungsmodelle finden? Denn darüber reden ist das eine, aber handeln ist das andere. Das wäre eine Frage. Ich habe noch einen zweiten Punkt, einen dritten Punkt. Der zweite Punkt ist, mir kam es so vor, als würde hier ein Entweder-Oder diskutiert. Ich finde sogar hier als Kirche, wir finden sowohl als auch, denn das klassische Unterrichten, die klassische Bildung muss sinnvoll, da wo es richtig ist, durch die digitale Bildung ergänzt werden. Und ich glaube, darüber muss viel mehr als in der Vergangenheit diskutiert werden. Und ich habe eine Verständnisfrage, Herr Finates. Ja, zu den Finanzierungsmodellen, da diskutieren wir im Bündnis für Bildung auch viel drüber. Wenn man das wirklich großflächig ausrollen will, ist das ein Haufen Geld. Viele Länder machen das über Bring Your Own Device. Wir haben uns das in verschiedenen Ländern auch angeschaut. Ich war gerade kürzlich erst in Dänemark und habe mir das da angeschaut und das kann sehr gut funktionieren. Das ist ein Modell, das wird dann ausgeglichen für die, die eben sozial nicht in der Lage sind, Geräte zu kaufen über Fonds, die dann über die Schule, über die Klasse angelegt werden. Und wir haben da viele Modelle gesehen, die funktionieren. Ich will nicht sagen, dass das das einzige Modell ist, aber es ist ein durchaus denkbares Modell, über das man noch viel intensiver nachdenken sollte und das breiter in die Masse bringt. Und zu der Frage entweder oder, so sehen wir das zumindest gar nicht. Also für uns ist digitale Bildung einfach eine Ergänzung der Basiskompetenzen, die gelernt werden müssen, aber eine ganz unbedingt notwendige, weil ich finde, Herr Kauder hat es vorhin so schön gesagt, wir können nicht ganz zufrieden sein, dass wir bei den modernen Produkten des 21. Jahrhunderts nicht mehr ganz vorne dabei sind. Ich würde es viel dramatischer formulieren, wenn man sich anschaut, was in Deutschland gerade erfunden wird an neuen Technologien versus was gerade alles im Silicon Valley erfunden wird. Und das hat viel damit zu tun, dass die Gründer, die dort sind, alles Informatiker sind und nicht Betriebswirte, die hier bei uns eher dann doch immer noch lange Jahre gegründet haben. Und da muss man einfach mal schauen, wie kriegt man mehr Technologieverständnis rein. Auch das. Sie haben jetzt die dritte Frage an mich gerichtet. Ich darf trotzdem noch auf das sowohl als auch kurz eingehen. Wenn Sie die Diskussion momentan der letzten 5 Jahre auf diesem Bereich verfolgen, dann werden Sie sehen, dass wir alles, was wir bis jetzt an Theorien, an Modellen, an Praktiken entwickelt haben, alle miteinander auf die reelle Welt fokussierten. Die Frage, die wir diskutieren, ist, ob das ausreicht, um auch Bildungsprozesse im virtuellen Raum auch zu organisieren, zu beschreiben und zu erklären. Wenn Bildung heute möglich ist, außerhalb des Individuums, Generierung von Wissen, dann ist die Frage, reicht dann das, was wir an Theorien haben, um auch das noch zu erklären. Wir sind wirklich in einer unglaublich spannenden Debatte momentan, wie wir virtuelle und reelle Welt miteinander sinnvoll, produktiv im Interesse des Kindes verbinden können. Insofern ist in der Tat ein sowohl als auch, aber dieses kann man nicht auf der naiven Ebene beantworten, ja, dann nehmen wir es dazu, sondern es stellen sich völlig neue Fragen, diese Fragen muss man beantworten. Was den anderen Aspekt betrifft, ich nenne ein Beispiel, damit das klar wird. Wenn Sie mit den Kindern den Wald im Herbst besuchen und die Kinder anhalten, die wunderschön gefärbten Blätter zu benennen, die Farben zu benennen, diese zu nutzen, um Klassifikationen zu bilden, machen Sie wunderbare Wissensvermittlung. Sinnkonstruktion im Sinne moderner Bildung erreichen Sie nur dann, wenn die Fachkraft oder ein Kind die Frage aufwirft, was hat das für eine Bedeutung für den Baum, dass er im Herbst seine Blätter verliert? Ich will mit diesem Beispiel klar machen, dass es wirklich eine ganz andere Ebene von Bildung gibt. Oder wenn Sie mit den Kindern die gesunde Ernährung behandeln und die Kinder lernen, was gesund und nicht gesund ist, machen Sie Wissensvermittlung. Wenn Sie Kompetenzen stärken möchten, dann müssen Sie über Reflexions-
und über Prozesse, über Diskurse gemeinsam mit den Kindern das Bewusstsein, das Überzeugungssystem des Kindes stärken, dass es Sinn macht, früh zu beginnen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Exakt das kommt zu kurz in dem Alltag der Schule. Und darauf kommt es aber an. Ja, das können wir gleich vielleicht noch im persönlichen Zwiegespräch weiter ausdiskutieren. Ich habe eine Frage an Dr. Palak. Und zwar, wir haben jetzt auch die KMK-Studien kennengelernt, beziehungsweise auch die KMK-Beschlüsse jetzt des vergangenen Wochenendes. Da spielt ja auch eine Rolle, dass wir neben Grundbildung in bestimmten Bereichen, ja auch eine digitale Grundbildung für alle Schüler auch brauchen, dass wir allerdings ja auch sehen müssen, dass wir Hochbegabte beispielsweise auch fördern. Das ist ja jetzt auch schon so eine Frage, die so ein bisschen auch jetzt überleitet, vielleicht auch zu den nächsten beiden Panels auch. Aber wie gehen wir eigentlich mit digitaler, in Anführungsstrichen, Exzellenz auch um? Wie können wir aus Ihrer Sicht die Leute fördern, die jetzt, sagen wir mal, zu den 1,5% gehören, die jetzt besonders hohe Kompetenzen schon auch haben und die ja eigentlich dafür prädestiniert wären, an der Universität und später ja dann auch als Start-up uns da zu helfen, dass wir ja auch irgendwann dann das nächste Google vielleicht doch aus Deutschland bekommen? Ja, ich denke, dass es dafür tatsächlich erstmal auch wieder eine Offenheit natürlich in der jeweiligen Schule braucht. Und es braucht auch entsprechende Strukturen. Ich muss jetzt dazu sagen, wir sind eine gebundene Ganztagsschule. Wir haben also ganz andere Möglichkeiten, was die Förderung solcher Schülerinnen und Schüler angeht, als wie das in der normalen Halbtagsschule ist. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch hier mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn wir eben bei Schülerinnen und Schülern entdecken, dass die in der Richtung besonders begabt sind, beispielsweise gerade auch mit Blick auf die Nutzung digitaler Medien. Das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass wir denen ja Freiräume einrichten müssen, zum Beispiel um die Universität zu besuchen, die dann natürlich vom normalen Unterricht weggehen. Was wir jetzt im letzten Jahr beobachtet haben, ist zum einen, dass die Offenheit, Unterricht dafür zu opfern, deutlich größer geworden ist, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass viele Lehrkräfte mittlerweile das, was sie im Unterricht machen, auch dokumentieren über Plattformen, sodass also das Nacharbeiten von Schülerinnen und Schülern deutlich einfacher geworden ist. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir an vielen Bereichen die digitalen Medien tatsächlich auch zum Gegenstand machen können. Wir arbeiten da relativ viel mit Jugendforscht-Projekten, beispielsweise haben jetzt auch eine Robotik-AG, die entsprechend, die gibt es an vielen Schulen, das ist nichts Besonderes, das muss ich glaube ich nicht besonders hervorstellen. Das Besondere vielleicht wieder bei uns, dass wir tatsächlich schauen, welche Schülerinnen und Schüler wären dafür geeignet, die dann auch wirklich ganz gezielt ansprechen und dann eben auch in diese Angebote einbinden. Was für uns jetzt sehr, sehr spannend wird, und das wurde auch in den letzten Wochen bei Twitter verstärkt diskutiert, sind eben die Möglichkeiten von Lehrgängen, Online-Lehrgängen an Hochschulen, was eben eine räumliche Unabhängigkeit sorgt. Die Schule liegt in Arnsberg. Arnsberg hat keine eigene Universität. Und man muss schon ein bisschen fahren, um zur nächsten Universität zu kommen. Tatsächlich sind wir da zurzeit in Diskussion und wir wollen eben auch dieses Inverted Teaching oder Flipped Classroom, wie immer man es nennen mag, heißt also das Potenzial des Internets, sich die besten Dozenten ins Haus zu holen, zukünftig verstärkter nutzen. Und da ist es eben auch so, dass wir diese Schülerinnen und Schüler, die sie gerade als hochbegabt bezeichnet haben oder beziehungsweise die Spitzenförderung betreiben, natürlich auch intensivst mit einbinden, um gerade solche Materialien zu erstellen. Das haben wir jetzt das erste Mal gemacht im Rahmen einer zentralen Klausur. Und das ist auf der einen Seite eine Würdigung für diejenigen, die eben das Power, das Zeug mitbringen. Und auf der anderen Seite eben auch einen Nutzen für andere Schülerinnen und Schüler und für andere Schulen. Also, Ihre Frage abschließend beantworten kann ich da sicherlich nicht, weil dafür digitale Medien nur ein kleiner Teil des Lernens sind. Ansätze haben wir da gefunden und wir sehen da auch gerade mit Blick auf dem, was im Hochschulen passiert, das ist ja heute auch noch Gegenstand des Tages, ein großes Potenzial für Schulen. Vielen Dank. Letzte Frage an Frau Müller. Sie haben ja auch eine Reihe von Unternehmen jetzt in der Initiative D21, die sich dort engagieren. Wie ist dort eigentlich der Stand? Welche Erwartungen richten die letztendlich an Schülerinnen und Schüler beziehungsweise auch an Hochschulabsolventen, wenn es jetzt darum geht, sie auch fit zu machen für den Arbeitsmarkt? Also das ist recht unterschiedlich, aber ich glaube, was alle Mitgliedsunternehmen gemein haben, ist, dass man eigentlich erkannt hat, dass
Digitalisierung bringt eine Veränderung in allen Branchen, auch im Schulbereich. Es bietet enorme Chancen und gerade im Schulbereich nutzen wir die aktuell noch nicht so, wie wir könnten. Ich glaube, dass gemein ist, dass gesehen wird, dass Digitalisierung und Digitalkompetenzen heute auch eine Frage der Teilnahme an der Gesellschaft, an der Wirtschaft, an Arbeitsmarkt ist. Und dass das bisher einfach so noch nicht gegeben ist. Und meine ganz persönliche Meinung, um die vielleicht noch mit einzubringen, ist, dass ich diese Diskussion sehr positiv aufnehme, dass wir vermehrt über digitalisierte oder Bildung in der digitalisierten Welt, digitale Bildung sprechen, aber es irgendwie noch nicht so richtig schnell genug geht. Und dann finde ich es immer wunderbar, wenn so jemand wie Herr Pallack hier auf dem Podium ist, der einfach zeigt, man muss es einfach machen. Ich glaube, man muss auch das Hosentaschenpotenzial der Jugend nutzen. Unsere Studien zeigen, die haben alle mittlerweile Smartphones oder Zugang zu Tablets. Und nur mal, um zu zeigen, dass das wirklich ein Gesellschaftsthema ist. Wir untersuchen ja auch immer, wer ist eigentlich schon online, wer ist offline in der Gesellschaft. Und die Menschen, die in Deutschland offline sind, was immer noch so ein gutes Drittel ist, selbst die sagen zu 46%, digitale Medien müssen integraler Bestandteil der Unterrichtsfächer sein. Also selbst da, bei den Menschen, die selber nicht nutzen, die sehen die Notwendigkeit, dass wir das endlich in die Schulen bringen. Und da kann ich nur für plädieren, dass das nicht mehr eine Glückssache bleibt. Herr Dr. Pallack noch als Ergänzung, ganz kurz. Ja, nur ganz kurzer Kommentar dazu. Das ist, wie haben Sie das genannt, Hosentaschen? Potenzial. Hosentaschenpotenzial, wunderbar. Also, was ich ganz spannend fände, wenn wir unseren Schülerinnen und Schülern in Jahrgangsstufe 7, fangen wir damit an, ganz systematisch klar machen, was man mit diesen Geräten eigentlich machen kann, dann sind die zum Teil überrascht, haben die aber schon seit 2 Jahren in der Hosentasche. Also, wie man diese Geräte für das Lernen nutzen kann, ist erstmal ein didaktischer Aspekt, das ist aber ein sozialer Aspekt. Das ist ein Kommunikationsmedium erstmal für die Schüler und nichts anderes. So, und wenn die anfangen, das beispielsweise jetzt einzusetzen im Unterricht an bestimmten Stellen, dann verändert sich dieses Gerät. Es wird zum Werkzeug des Lernens. Und das ist aus meiner Sicht das Spannende dieses Hosentaschenpotenzials. Nicht, dass die Geräte mitbringen und die Schule nutzt das jetzt aus. Nein, dass mit den Geräten gelernt wird, mit die Schüler tatsächlich andauernd zur Verfügung haben. Und das ist das Faszinierende aus meiner Sicht. Und da kommen eben die verschiedenen Zahnräder zusammen und da geht auch der Sand aus dem Getriebe. Vielen herzlichen Dank. Wir beenden an dieser Stelle jetzt das erste Panel zum Thema digitale Bildung in den Schulen. Wir haben, das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Wir haben wirklich versucht, jetzt möglichst viele Aspekte auch des Antrages und insgesamt der gesamten Thematik auch anzusprechen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar für die Anregungen, die Sie auch uns alle gegeben haben und auch die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Und ich fühle mich so ein bisschen auch bestätigt, sagen wir mal, in dem, was wir jetzt auch in unserem Antrag selber auch aufgegriffen haben, beziehungsweise wie wir auch versuchen wollen, die gesamte Thematik auch anzugehen, dass man also nicht so dieses Schwarz-Weiße auch immer braucht. Aber nichtsdestoweniger ist uns natürlich auch in der Politik bewusst, dass wir hier natürlich vor allen Dingen in diesem Saal auch Leute sitzen haben, die fast alle Befürworter auch der digitalen Bildung auch sind, dass wir aber nichtsdestoweniger immer noch an der einen oder anderen Stelle auch Überzeugungsarbeit eben auch leisten müssen. Und dass diese Veranstaltung dient ja auch dieser Überzeugungsarbeit. Und vor allen Dingen eine der großen Überzeugungsarbeiten, die man wirklich auch leisten muss, ist die Tatsache, dass sich viele Menschen ja gar nicht konkret darunter vorstellen können, was ist denn letztendlich digitale Bildung? Was kann ich jetzt eigentlich mit den gesamten Geräten eigentlich auch konkret auch machen? Ja? Und nur eine gewisse Hemme und einen gewissen Hemmschuh dann da auch sehen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen diese Ausstellung. Wir wollen allerdings auch gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, jetzt während des Kongresses als solches mal einfach vorzustellen, was es denn alles auch schon auch gibt. Und dazu möchte ich jetzt ganz gerne Herrn Arndt Kwiatkowski nach vorne bitten, den Geschäftsführer von Bettermarx, der seine Idee, seine Vision auch vorstellt und der dort ja gleichzeitig auch zeigen wird, was eigentlich auch schon möglich ist in einem Bereich, der uns alle so ein bisschen vielleicht auch, zumindest mich, gequält hat. Ich weiß, man darf da nicht mit angeben, Mathematik, aber Herr Dr. Kwiatkowski, Arndt Kwiatkowski, Sie haben das Wort. Guten Tag. Die Diskussion, die wir hier heute erleben, hat eine enorme Breite. Die Veränderung des Bildungssystems, Lernen über digitale Medien oder mit digitalen Medien lernen. Wir sind ein Puzzlestück mit dem, was wir tun, ein adaptives Lernsystem für Schulmathematik, das das Mathelernen leichter macht und was es den Lehrern ermöglicht, individuell zu fördern. Das Originelle daran ist, dass obwohl wir es in Deutsch entwickelt haben und natürlich dachten, dass es in Deutschland schnell zum Einsatz kommt, dass das Erste, was wir gewonnen haben, eine Landesausschreibung in Uruguay gewesen ist.
Und Herr Vollmering wird sicherlich gleich noch einen Knopf drücken können, wo eine kurze Impression, die da von den Regierungsstellen veröffentlicht wurde, gezeigt wird. Die Diskussion, die ich hier jetzt gerade gehört habe, deckt sich ideal eigentlich mit diesen, was kann man jetzt tun? Und ob es nun Hosentaschenpotenzial ist oder ob wir wissen, dass 95% der Haushalte mit Schülern wöchentlich das Internet zu Hause nutzen, es ist jetzt möglich, solche Materialien, digitalen Materialien in den Unterricht hineinzubringen. Das didaktische Prinzip ist furchtbar einfach. Wir lernen, wenn wir Fehler machen. Und wenn es möglich ist, mit Systemen kreative Fehler zu machen, auf diese Fehler hin didaktisch sinnvolle Rückmeldungen gegeben werden, dann kann ein Schüler in den Zeiten, wo ein Lehrer nicht für jeden einzelnen Schüler Zeit hat, bleibt nicht hängen. Er hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, ganz einfach seine Hausaufgaben zu Ende zu machen. Der gleichzeitige Vorteil, der im Internet ja das Typische ist, es entsteht Transparenz. Ein Lehrer weiß zu jedem Zeitpunkt, wo steht mein Schüler gerade in Mathematik? Was kann er und was hat er gemacht? Und diese Möglichkeit ermöglicht dann dem Lehrer einzugreifen. Da ist jemand hängen geblieben, ich muss ihn unterstützen. Da ist jemand schnell oder hochbegabt, der braucht mehr Futter. Und das muss Technik unterstützen. Und neben Uruguay wird Betamax jetzt in Holland ausgerollt zum nächsten Sommer. Es wurde an 20 Schulen getestet, dabei auch an natürlich iPad-Schulen. Die Holländer sind da recht weit. Und ein Effekt eines solchen Tests war, dass die intensiv nutzenden Klassen zwei Effekte erzielt haben innerhalb von 4 Monaten. Das eine war, das Gesamtleistungsniveau in Mathematik ist gestiegen und vor allem die Standardabweichung, also die Spannweite innerhalb der Klasse ist gesunken. Und vorhin wurde das Ganze als Bildungsgerechtigkeit bezeichnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ja, jetzt sehen wir es. We have achieved several things. First, the kids' motivation and interest in math has significantly increased. They now understand that mistakes are something natural, and they repeat exercises until they get them right. The results in tests and evaluations have improved. And finally, kids who previously did not do their work have now started to do it. That's priceless. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch nochmal an das Podium. Wir stehen gleich alle noch für Diskussionsbeiträge und für Augengespräche an der einen oder anderen Stelle zur Verfügung. Und nun darf ich als nächsten Punkt den parlamentarischen Staatssekretär im Bildungsministerium Stefan Müller begrüßen. Lieber Stefan, du hast das Wort für den nächsten Impuls. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe mit Diskutanten auf dem Podium. Keine Zeit zu verlieren, schlage ich vor, ich fange schon mal an, bis alles soweit eingerichtet ist. Ich bedanke mich sehr herzlich zunächst einmal für die Initiative, dass dieser Kongress hier stattfinden kann, auch bei Ihnen dafür, dass Sie sich Zeit nehmen und dass Sie sich interessieren. Und meine Aufgabe ist es ja jetzt für die gleich anschließende Podiumsdiskussion einen kurzen Impuls zu geben zum Thema Strategien und Maßnahmen digitaler Bildungspolitik. Nun, wenn es um Maßnahmen geht, kann ich nun zugegebenermaßen auch tatsächlich über das berichten, aber tatsächlich auch nur über das berichten, was das Bundesministerium für Bildung und Forschung vorzuweisen hat. Also, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen den Werbeblock für das BMBF hier an der Stelle nicht ganz ersparen und will gerne beginnen damit oder mit dem Hinweis, dass unser Ministerium schon eine relativ lange Tradition hat in der Förderung im Bereich digitaler Medien, zum Beispiel das Programm Neue Medien in der Bildung, das auch verschiedenste digitale Bildungslösungen in Schulen, Hochschulen, in der beruflichen Aus- und Weiterbildung mit unterstützt hat.
Wichtig an der Stelle ist aber auch der Hinweis, und deswegen habe ich auch gesagt, kann ich über das berichten, was unser Ministerium macht, dass wir und dass auch das Ministerium seit der Föderalismusreform 2006 sich stärker fokussiert hat auf die berufliche Bildung, weil wir, weil das, der Bund dafür auch die Zuständigkeit hat und dass wir aber ansonsten nach der Föderalismusreform natürlich auch gemeinsame Aktivitäten im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen mit den Ländern auch aufgenommen haben. Der Hinweis ist deswegen auch wichtig, weil wir nun auch hier einmal feststellen, dass die Zuständigkeiten in Deutschland ganz klar verteilt sind und dass es eine nationale Strategie eben erst dann geben kann, wenn alle Länder das gemeinsam vereinbaren und der Bund hier Impulse setzen kann, wenn die Länder dann auch dem zustimmen. Das ist der Grund, weswegen wir auch, und ich komme da gleich nochmal dazu, gemeinsam mit den Ländern vereinbart haben, eine solche, ich nenne es jetzt mal nationale Strategie auch aufzulegen, also eine Strategie digitales Lernen dann aufzulegen und will auch beschreiben, welche Ziele damit letztlich verfolgt werden sollen. Es geht darum, dass digitale Medien eben jede Art des Lernens unterstützen können, die Bildungsqualität erhöhen sollen und dass es aber auch, und das ist auch eine Erkenntnis, noch zu wenig Nutzung im Bereich digitaler Medien gibt. Und das war der Grund dafür, warum wir bei den Koalitionsverhandlungen 2013 auch hier ausdrücklich einen Schwerpunkt gesetzt haben, sich das Thema digitale Bildung im Koalitionsvertrag quasi als dem Arbeitsprogramm dieser Koalition dann auch wiederfindet. Und ein weiterer Impuls, der erfolgen wird durch eine Initiative der Koalitionsfraktionen, der Antrag, der ja gerade schon auch angesprochen worden ist, zu dem es auch schon erste Beratungen, Fachgespräche gegeben hat. Und der, muss man nun kein Prophet sein, um das vorherzusagen, der sicherlich auch im Deutschen Bundestag dann schlussendlich eine große Mehrheit finden wird. Das Ziel, das wir uns gemeinsam mit den Ländern setzen, ist, dass mehr Menschen von den Vorteilen des digitalen Lernens profitieren sollen und dass wir das Potenzial der digitalen Medien über die gesamte Bildungskette erschließen wollen, also von der Kita über die Schule bis hin zur Hochschule bzw. beruflicher Bildung bis hin auch zum lebenslangen Lernen. Dazu soll eine Strategie digitales Lernen von Bund und Ländern erarbeitet werden. Auf Ebene der Länder ist dazu eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt worden, an der sich der Bund auch entsprechend beteiligt bzw. sich der Bund mit einbringt. Die konstituierende Sitzung hat zwischenzeitlich stattgefunden. Ich nehme an, Herr Michalik wird dazu auch noch etwas berichten. Und es ist auch geplant, dass sich externe Akteure hier mit einbringen können. Welche aktuellen Maßnahmen macht nun unser Ministerium oder bereiten wir vor bzw. haben wir bereits angestoßen. Ich habe es gesagt, dass wir uns sehr, sehr stark fokussieren auf den Bereich der beruflichen Bildung. Wir haben hier eine ganze Reihe von Förderprogrammen bereits initiiert, um den Einsatz digitaler Bildung, digitaler Medien in der beruflichen Bildung unterstützen zu können. Bis heute jedenfalls sind es 106 Verbundvorhaben, die hier konkret auch unterstützt werden. Der zweite Punkt, es gibt seit diesem Jahr die qualitätsoffensive Lehrerbildung. Das heißt, es geht hier auch um Aspekte der pädagogischen Arbeit, der Umgang mit digitalen Medien, der auch in der Lehramtsausbildung eine Rolle spielen kann. Also es geht ja eben nicht nur um die technische Ausstattung, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht letztendlich auch um den Umgang. Das heißt, hier ist einer der Schwerpunkte, nicht nur, aber einer der Schwerpunkte, die Medienqualifizierung auch von pädagogischen Fachkräften. Erfahrbares Lernen wäre ein weiteres Programm. Ich mache das jetzt stichwortartig. Das Zweite, auch hier aus dem Bereich der beruflichen Bildung. Natürlich spielt hier die Medienqualifizierung für die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben eine Rolle. Deshalb unterstützen wir hier Pilotschulungsmaßnahmen, um die entsprechende Medienkompetenz für die betrieblichen Ausbilder zu stärken. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, die Forschungsagenda der Bundesregierung für den demografischen Wandel. Da geht es um das lebenslange Lernen. Ich will es einfach der Vollständigkeit halber hinzufügen, auch wenn es jetzt nicht das Thema der anschließenden Diskussion ist. Und dann Maßnahmen zu OER. Es gibt hier, das kann ich glaube ich sagen, Herr Michalik, eine sehr intensive Diskussion auch innerhalb der Länder und zwischen Bund und Ländern. Und
Wir haben auch festgestellt, dass wir auch den eigenen Kenntnisstand an der Stelle einfach verbreitern müssen, bevor wir überhaupt einmal darüber diskutieren, mit welchen konkreten Fördermaßnahmen können wir hier einsteigen. Also wir haben jedenfalls für uns entschieden, dass der erste Schritt eigentlich erstmal sein muss, Kenntnisse darüber zu gewinnen, was auch an Möglichkeiten gibt, beziehungsweise was Sinn macht oder was vielleicht auch nicht. Und deswegen wollen wir eben als diesen ersten Schritt jetzt zwei konkrete Forschungsvorhaben auch unterstützen, um dieser Frage einmal nachzugehen, bevor wir dann konkret entscheiden, welche Förderung es geben soll. Ein ganz wesentlicher Punkt, und ich nähere mich dem Thema der Hochschulen, ist auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit dem Einsatz digitaler Medien im Hochschulbereich der Qualitätspakt Lehre. Der Qualitätspakt Lehre fokussiert nun nicht ausschließlich auf das Thema Digitalisierung, ist aber ein Programm, bei dem wir Hochschulen, und zwar Universitäten, Volluniversitäten bis zu regional orientierten Fachhochschulen unterstützen wollen, die Studienbedingungen zu verbessern, die Lehrqualität zu verbessern. Der Bund wird hierfür bis 2020 etwa 2 Milliarden Euro Bundesmittel zur Verfügung stellen, und es werden in diesem Programm Qualitätspakt Lehre eine ganze Reihe, ich will mal sagen vielfältige, auch Maßnahmen unterstützt, und jede Maßnahme, jede einzelne Maßnahme ist auch tatsächlich individuell auf das abgestimmt, was an den Hochschulen für Bedürfnisse bestehen. Das heißt, hier sollen auch innovative Lehrformen unterstützt werden. Wir erreichen damit 186 Hochschulen in allen 16 Bundesländern. Das sind immerhin 77% der staatlichen Hochschulen in Deutschland überhaupt. Also man kann hier schon sagen, dass wir hier eine vielleicht nicht ganz flächendeckende, aber fast flächendeckende Präsenz auch mit dieser Förderung haben. Und wir versprechen uns davon, auch neue Impulse zu setzen, um Studienbedingungen, Lehrqualität entsprechend verbessern zu können. Und dazu gehören eben auch sowohl, wie Sie sehen, hochschulinterne Ansätze. Es gehören dazu eben neue Lehrkonzepte und auch Aspekte des Einsatzes digitaler Medien, die in etlichen der eingereichten Anträge, die erfolgreich waren, dann auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das ist ein Beispiel aus dem Bereich der Hochschule, bei dem wir Unterstützung leisten. Als zweites Beispiel möchte ich gerne das Hochschulforum Digitalisierung ansprechen. Herr Janoschka ist ja auch da und wird da sicherlich dann auch gleich noch was dazu sagen. Ich hoffe, ich nehme ihn nicht allzu viel vorne weg. Das Hochschulforum Digitalisierung wird gefördert vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, vom Zentrum für Hochschulentwicklung und eben auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich will mal auf einen Punkt zusammenfassen, um das Ziel zu beschreiben. Es geht um Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Hochschulen. Dieser soll aufgegriffen werden, und im Wesentlichen dann eben soll eine unabhängige Diskussionsplattform geschaffen werden, bei der eben nicht nur Politik oder Wissenschaft zusammenarbeiten, sondern auch andere externe Akteure dann mitberaten können. Und es soll auch münden in strategische Handlungsoptionen, praxisorientierte Lösungsvorschläge, die hier erarbeitet werden sollen. Und es sollen damit auch innovative Pilotprojekte und Initiativen unterstützt werden. Das dritte Thema, das ich hier kurz anreißen möchte, sind Erkenntnisse, die wir gewonnen haben zu Massive Open Online Courses. Das beruht auf einer Einordnung, die die Hochschulrektorenkonferenz bereits auch vorgestellt hat. Einige Erkenntnisse will ich zumindest hier ansprechen, weil sie schon bemerkenswert sind, finde ich, wenn man sich mal ansieht, dass sich die Teilnehmer sehr heterogen zusammensetzen, dass viele Studierende in diesem Bereich gar keine klassischen Studierenden sind. Es werden aber genauso auch eine ganze Reihe von offenen Fragen aufgeworfen, auf die man freilich dann auch irgendwann Antworten geben muss. Es gibt eine relativ hohe Abbruchquote. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass hier mal einfach nur Vorlesungen abgefilmt werden und ins Internet gestellt werden, also jedenfalls kein übergeordnetes didaktisches Konzept dann auch dahinter steht. Gleichwohl gibt es natürlich auch Chancen, die man einfach sehen muss, weil jedenfalls der Einsatz auch eines solchen Instruments die Möglichkeit schafft,
Online-Kurse auch mit Präsenzphasen zu verbinden. Und wenn wir später vielleicht auch darüber diskutieren, wie wird künftig dann auch das Studium aussehen, dann kann es jedenfalls ein Instrument sein, wie man dann auch einerseits Lernen über die Kurse online und auf der anderen Seite Präsenzstudium miteinander verbinden kann. Und die Kosten sind etwas, was jedenfalls auch immer wieder angesprochen wird, wobei die tatsächlich sich an einer relativ großen Bandbreite bewegen. Abschließend, um auch zu der jetzt anschließenden Diskussion zu kommen, wir wollen uns ja der Frage widmen, wie die digitale Revolution des Hörsaales aussieht zwischen Präsenzpflicht und virtueller Vorlesung. Wichtig ist die Erkenntnis, dass es hier einen umfassenden Ansatz braucht, dass die Digitalisierung im Übrigen auch nicht nur die Lehre und die Studienbedingungen betrifft, sondern eben alle Ebenen der Hochschullandschaft. Das heißt, die Hochschulen, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, werden sich nicht nur die Frage stellen müssen, wie können künftig unsere Lehrveranstaltungen aussehen, sondern Digitalisierung geht noch weit darüber hinaus. Das betrifft genauso den Bereich der Forschung, die interne Informationsversorgung. Es betrifft aber genauso gut die Abläufe in der Verwaltung und den Wissenstransfer. Das heißt, eben nochmal alle Ebenen der Hochschullandschaft. Und das ist, wenn man sich die Hochschullandschaft in Deutschland ansieht, jedenfalls nach meiner Einschätzung noch nicht überall auch in den konkreten Handlungsstrategien der Hochschulen abgebildet. Das heißt, auch hier ist nicht nur die Politik gefragt, sondern eben auch die Hochschulen selbst, die sich dann strategisch in diesem Thema Digitalisierung in der Hochschullandschaft auch widmen müssen. Herzlichen Dank einstweilen. Ja, vielen herzlichen Dank, Staatssekretär Stefan Müller, für den ersten Aufschlag. Im ersten Teil der Podiumsdiskussion ging es im Kern um die Schulen. Im zweiten Teil soll es jetzt um die Hochschulen, um die akademische Bildung gehen. Ich stelle voran zwei Anmerkungen. Die erste ist, ich bin ein glücklicher Mensch. Wieso? Weil ich als Sprecher für Forschung und Bildung einen Bereich vorstehe, der in der Unionsfraktion in den letzten Jahren massiven Zuwachs hatte. Das heißt, wir haben seit wir Regierungsverantwortung genommen 2005 den Haushalt verdoppelt. Was ich damit sagen will ist, Volker Kauder war hier, viele Kollegen sind hier. Unser Bereich, wenn wir vernünftige Themen haben, kriegt auch Unterstützung und kriegt auch Geld. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir sind der Bereich, der am stärksten gewachsen ist, Forschung und Bildung. Das ist eine gute Grundlage. Und zum Zweiten, die zweite Vorbemerkung, ich bin heute ganz egoistisch hier, weil ich mit meinen Kollegen die Verantwortung habe, dass wir im Parlament einen Antrag beschließen. Und in diesem Antrag sollen am Schluss die zentrale Person bei uns, die daran arbeitet, Sven Vollmering, soll das dann formuliert und präzisiert sein, was wir umsetzen wollen. Und mein Wunsch wäre, dass wir auch in diesem zweiten Bereich jetzt, neben dem, dass man gerne über Sachen philosophiert, möglichst konkret wird und wir Punkte mit nach Hause nehmen können, die für uns Arbeitsaufträge sind und die letztendlich die Welt verändern. Jo, das wäre der kleine Anspruch, den ich gerne formulieren würde in dieser Runde und würde dann auch gleich einsteigen wollen, weil wir ein sehr knappes Zeitfenster haben und schlage vor, dass wir die Vorstellungsrunde einfach direkt mit den Fragen gleich verbinden. Ich begrüße alle hier am Podium nochmal ganz herzlich. Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier sind und würde beginnen mit Herrn Janoschka. Sie leiten die Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung, die 2014 im März gestartet hat und beschäftigen sich mit unterschiedlichen Fragen der Digitalisierung bezogen auf die Hochschulen und die Hochschullehre. Und würde die Frage an Sie stellen, was sind die zwei, drei zentralen Leitfragen und dann aber auch schon, was sind die zwei, drei wichtigsten konkreten Ergebnisse, die Sie uns mit auf den Weg geben wollen? Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch mal vorwegstellen, dass im Konsortium auch die Hochschulrektorenkonferenz mit dabei ist. Das ist ganz wichtig als Sprachrohr auch für die Hochschulen. Wir haben 6 Arbeitsgruppen. Insofern sind das, wenn Sie so wollen, auch 6 Leitfragen, die uns da beschäftigen. Es sind insgesamt über 70 Experten dort versammelt, die sich mehrmals im Jahr treffen, sowohl virtuell wie auch face-to-face. Und die haben sich jetzt jeweils ihre eigene Agenda gegeben mit einem Themenpaten vorneweg. Ich möchte das kurz nennen. Das ist einmal neue Geschäftsmodelle.
aktuelle Technologien und lebenslanges Lernen, Internationalisierung und Marketingstrategien, das ist Innovation in Lern- und Prüfungsszenarien, die Frage Change Management und Organisationsentwicklung, Curriculum Design und die Frage, jetzt bin ich gerade draußen, und als letztes Governance und Policies. Und die entscheidende Frage ist jeweils gewesen, was bedeuten eigentlich bestimmte Phänomene, die wir jetzt wahrnehmen? Sie haben eben die MOOCs angesprochen. Was bedeuten die für jeden Arbeitsteil? Also wenn Sie sich das Thema neue Geschäftsmodelle nehmen, dann kann man an so einem Beispiel wie den MOOC-Plattformen sehr gut ablesen, dass es hier eine Bewegung gibt, dass es neue Akteure gibt, dass die sich auch nochmal in einer Weise mit den Hochschulen neu zusammensetzen. Da gibt es bestimmte Vorteile, da gibt es aber auch bestimmte Herausforderungen oder Risiken. Damit beschäftigt sich jetzt diese Arbeitsgruppe und bringt das über Fallbeispiele zusammen. Ein zweites Beispiel in den Innovationen in Lern- und Prüfungsszenarien. Dort wurde jetzt gerade eine Studie erstellt, wo man im Grunde genommen geschaut hat, was gibt es weltweit für gute Practice-Beispiele in diesem Feld, was passiert im Bereich E-Assessment, im Bereich digitalen Prüfen. Das wurde zu 7 Szenarien verdichtet und die sind jetzt praktisch für die Hochschulen zur Verfügung, um eben zu gucken, was heißt es für ihre jeweilige Institution, was möchten Sie strategisch damit machen, was möchten Sie konkret weiter aufnehmen, wo sind Sie vielleicht noch nicht so gut aufgestellt oder wo sind Sie schon eben auch ganz vorne mit dabei. Wir haben jetzt Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet, also die Arbeitsgruppe hat das gemacht, sowohl für die Politik als auch für die Hochschulleitungen an der Stelle. Das sind also unterschiedliche Flughöhen, wenn Sie so wollen. Diese Arbeitsgruppen machen das jetzt aktuell und wenn Sie das gerne auch weiter verfolgen wollen, dann können Sie das nicht nur über unsere Webseite tun, sondern auch über die Themenwoche Digitalisierung, die wir am 9. September hier in Berlin zur Halbzeitkonferenz des Hochschulforums stattfinden lassen. Dazu kommen noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen und genau dort werden auch von allen Arbeitsgruppen die Zwischenstände und ersten Ergebnisse diskutiert und mit der Öffentlichkeit vorgestellt. Ja, vielen herzlichen Dank. Kurz und prägnant. Herr Professor Meindl, Sie sind wissenschaftlicher Direktor des Hasso-Plattner-Instituts und einer der ersten, die das auch nicht nur darüber geredet haben, sondern auch umgesetzt haben und eine Online-Lernplattform aufgebaut haben. Sie haben Erfahrungen damit gemacht. Was sind die Chancen, wo sind die Grenzen und was würden Sie über dem Hasso-Plattner-Institut dem Land empfehlen und den Hochschulen empfehlen zu tun? Herr Rupp, ich hatte Sie gewarnt, dass ich die Chance hier zu sitzen kurz nutzen werde, zu sagen, Deutschland hat tolle IT-Fachleute in der Forschung, in der Produktion. Deutsche Ingenieure, Wissenschaftler können Netze sicher aufsetzen und deutsche Ingenieure, deutsche IT-Fachleute können Angriffe auch in wenigen Stunden abschalten. Mitglieder des Hohen Hauses, ich weiß, die Dinge, die Schwierigkeiten kommen hier nicht aus Ihren Reihen. Aber sie haben eine fatale Auswirkung, dass ein Land, was als Hightech-Land unterwegs ist, Industrie 4.0, die Welt guckt auf uns, nicht in der Lage sein soll, ein deutsches Verfassungsorgan sicher zu schützen, ist für die Zunft blamabel und die kann nichts dafür. Bitte helfen Sie, dass das irgendwie schnell wieder in Ordnung gebracht wird. Es ist schon ein Schaden da, wenn über 6 Wochen hier solche Dinge diskutiert werden. Sorry. Zu den MOOCs. Hasso-Plattner-Institut hat ja eine Schwester, das Hasso-Plattner-Institut an der Stanford-Universität für Designs. Hingegen insofern haben wir schon gesehen, was da in den USA passiert, diskutiert wird. Auf der anderen Seite haben wir relativ lange Tradition im E-Learning. Alle Vorlesungen werden aufgezeichnet. Es gibt ein großes Portal mit 5000 Vorlesungen. Die Sicherheitskonferenz, die wir gerade, Cyber-Security-Konferenz, die wir Donnerstag, Freitag, war also nicht nur eine persönliche Einlassung, sondern das ist die Community, die zu Wort kam, durchgeführt haben. All die Vorträge können Sie frei zugreifen in unserem Teletask-Portal. Diese Problematik mit dem E-Learning war bisher, ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft, dass immer die Situation toll war. Nicht? Man konnte überall zugreifen, an jedem Ort, auf alles und es hat nicht gezündet. Es hat nicht geklappt. Und was kann man da als Ursachen sehen und was ist das, warum MOOCs eine tatsächliche Innovation im Bildungsbereich sind? Das Problem aller
traditionellen E-Learning-Angebote ist, dass sie wunderbar geeignet sind für Leute mit autodidaktischen Fähigkeiten. Aber Lernen ist ein soziales Geschehen in der Menge der Menschen, die braucht Classroom, die braucht die Gruppe, die braucht die Umgebung, die braucht die nicht nur zum Diskutieren, zum Fragen, sondern auch zum Durchhalten. Also man hat mal angefangen und es ist peinlich, dann wieder wegzustehen. Und die MOOCs setzen zum ersten Mal ganz deutlich auf diesen sozialen Effekt, wenn natürlich mit den Mitteln auch, wie das nur möglich ist, im virtuellen Raum. Was dazu ganz kleine Sachen, die geändert wurden. Es wurde synchronisiert. Wir haben ja immer eigentlich die Inhalte hingestellt, damit jeder, wann immer er will, auf online Dinge zugreifen kann. Nein, es wurde gesagt, nächsten Montag geht's los. Die Idee ist, die etwas lernen zu synchronisieren, dass die sich alle mit dem Gleichen befassen. Und nein, MOOCs haben nichts mit abgefilmten Vorlesungen zu tun. Da kommt mir so ein bisschen ein Abwehrreflex in deutschen Universitäten zum Ausdruck, weil dieses Thema in den USA sehr stark diskutiert wurde, wird hier die Universität der Zukunft beschrieben. Die Diskussion war in den USA nur deshalb so groß und hat auch die MOOCs so stark in die Diskussion gebracht, weil Leute plötzlich gedacht, Mensch, ich kriege am Ende ein Stanford-Zertifikat, wenn ich einfach diese kostenlosen MOOCs und ein Stanford-Zertifikat, das ist jedes Semester $30,000, also über ein Studio eine beträchtliche Menge Geld, ich sammle einfach diese Online-Kurse und habe dann am Ende ein Stanford-Zertifikat. Deswegen ist das als neue Universität diskutiert worden. Die Chance und die Innovation der MOOCs liegt gar nicht allein im Universitätsbereich. Also synchronisieren und verschalten mit Social Media. Mit Social Media auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Tools. Und das ist eigentlich durchwegs bei vernünftig gemachten MOOCs sichtbar. Vorlesungsinhalte, jawohl, multimedial transportiert, aber dann Möglichkeiten zum Selbsttest. Auszuprobieren, habe ich das richtig verstanden? Dieses Mittel zu verstehen, sich selbst zu überprüfen, den Lernfortschritt zu sehen, das sind die wesentlichen Neuerungen bei den MOOCs. Und wenn Sie es dann schaffen, viele tausend Lerner zu interessieren, die dann auch bereit sind, miteinander zu diskutieren, dann entsteht dort so eine Atmosphäre. Ich kann dann, ich nenne es immer eine Sogwirkung, ich gehe da nicht einfach alleine zu Hause sitzen, Telefon klingelt oder ich muss mal trinken oder Freundin ruft an oder was immer. Nein, ich bleibe da sitzen, weil da hat jemand eine Frage gestellt und ich will die Antwort sehen. Und wenn viele tausend Leute teilnehmen, kommt die Antwort innerhalb weniger Sekunden. Plötzlich bin ich in so einem Geschehen, wie auch im Klassenzimmer, nicht die Diskussion mit dem Professor. Das ist auch im Klassenzimmer oder im Hörsaal. Nur wenige Studenten machen das. Die Masse ist, dass man untereinander diskutiert, dass man Erfahrungen, du, wie siehst du das? Und dann ist es wirklich spannend, diese sozialen Foren, Diskussionen zu verfolgen in einer Heterogenität, die man im normalen Lehrgeschehen gar nicht reinbringen kann, wenn da die verschiedenen Gesichtspunkte aufeinandertreffen und diskutiert werden. Also auch die Lernenden lernen regelmäßig aus diesen MOOCs. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Michalik, Sie sind Generalsekretär der KMK, der Kultusministerkonferenz, und natürlich ist es eine Schlüsselorganisation, wenn es darum geht, was bewegt sich an den Hochschulen. Deswegen natürlich die Frage, inwieweit wird das Thema Digitalisierung an den Hochschulen im Augenblick in der KMK besprochen und vor allem natürlich, welche Maßnahmen werden in den nächsten Wochen, Monaten erwartet werden können. Ja, vielen Dank. Die Kultusministerkonferenz, da möchte ich an das anknüpfen, was Herr Janosch gerade dargestellt hat, ist nur eine von vielen Schnittstellen in diesem Szenario. Gerade im Hochschulbereich, und da bin ich Herrn Meinl auch sehr dankbar, wenn wir das Thema ein bisschen abgeschichtet besprechen, sind hier natürlich viele Player und in der ersten Linie natürlich die Hochschulen selbst in ihrer Freiheit von Forschung und Lehre in der Aufgabe, in der Verantwortung, hier die Wege in die Zukunft zu weisen. Die Länder begleiten das in einer vielfältigen Art und Weise und wir wissen, dass es in vielen Ländern auch digitale Strategien gibt, um die Hochschulen in die Lage zu versetzen, diesen Weg zu gehen. Wir müssen auch sehen, und da versprechen wir in der Zukunft auch noch mehr Ergebnisse, mehr intensivere Diskussionen, dass wir nicht nur die technischen Voraussetzungen hier als Anhaltspunkt nehmen, um Veränderungen zu diskutieren. Wir müssen auch sehen, und da sehe ich Bund und Länder auch in einer gemeinsamen Verantwortung, dass wir schnellstmöglich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, um hier letztendlich Fortschritte in nennenswertem Maße
verzeichnen zu können. Staatssekretär Müller hat angesprochen, OER, das ist für mich so ein großes Thema der Zukunft, wo wir urheberrechtlich auch noch ganz genau hinschauen müssen, wie wir gewisse Voraussetzungen schaffen, damit sich auch Prozesse und Inhalte in den Hochschulen durchsetzen. Das ist aber auch ein Thema, Herr Janoschka, was wir im Hochschulforum auch gemeinsam diskutieren, in dem ich ja selber auch mitvertreten bin. Das ist für mich eine sehr, sehr lehrreiche Institution, wo gerade diese Schnittstelle zwischen Hochschulen, zwischen Ideengebern aus der freien Wirtschaft miteinander versammelt sind, um zu sehen, wie können wir hier uns gegenseitig unterstützen, nicht den Blick zurückwagen, was wir alles in der Vergangenheit unterlassen haben, sondern nach vorne schauen und gucken, welche Rahmenbedingungen müssen verändert werden, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, um gemeinsam die Voraussetzung zu schaffen, dass da auch in der Zukunft das passiert, was wir uns vom Thema alle erhoffen. Trotzdem nochmal die Nachfrage. Sie, welche Rahmenbedingungen, an welche denken Sie? Was sind die konkreten Punkte, an denen gearbeitet wird? Ich glaube, das ist genauso, wie wir viele Vorredner auch schon gesagt haben, das wäre ein tagesfüllender Aspekt. Wir haben gerade vor zwei Wochen in einer AG Digitales Lernen in der Kultusministerkonferenz zusammengesessen, um die Handlungsfelder einmal abzustecken, die dieses Thema bietet. Und das ist eine große Schnittmenge, die es dort auch mit dem Schulbereich gibt. Ich glaube, das kann man gar nicht so eng, wenn man über Bildung im Großen und Ganzen redet, nur auf Hochschule oder auf Schule differenzieren. Da bin ich bei Herrn Ftenakis oder bei anderen auch. In den letzten Jahren haben wir über lebenslanges Lernen diskutiert. Das ist so ein Thema für lebenslanges Lernen. Und wenn man dann im Bildungsbereich in die einzelnen Handlungsfelder hineingeht, dann sieht man oder merkt man, was für ein sehr komplexes Thema wir letztendlich miteinander diskutieren und besprechen. Im Vordergrund möchte ich stellen, ich glaube, das ist eine Schlüsselfrage, die Frau Allgemann auch strapaziert hat, das ist die didaktische Kompetenz der Lehrenden, sowohl in der Hochschule als auch in der Lehrerbildung. Ich meine, die Lehrerbildung macht sich nicht von alleine, da stellt sich die Herausforderung gleichermaßen an die Lehrerbildner. Wir müssen didaktische Konzepte entwerfen, wir müssen neue Methoden für die Unterrichtsvermittlung entwerfen, das kann und muss nur aus den Hochschulen herauskommen. Das heißt, auch eine ganz andere Verknüpfung zwischen Hochschule und Praxis wiederherstellen. Das betone ich an der Stelle ganz klar. Das heißt, wir müssen hinschauen, was heißt das für die Lehrplanentwicklung, was heißt das für die Curricula. Und so lassen sich eine Vielzahl von Themenfeldern identifizieren, wo es eine ganz klare Schnittmenge gibt zwischen Hochschule und Schule. Das kann man so getrennt gar nicht miteinander diskutieren und behandeln. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Professor Elsholz, Sie sind von der Fernuniversität Hagen und die Fernuni Hagen hat ja mit der meisten Erfahrung auch, was Fern- und Online-Studiengänge betrifft. Und deswegen auch an Sie die Frage, was empfehlen Sie aus Ihrer Expertise, aus Ihrer Erfahrung, was funktioniert, was funktioniert nicht? Und darüber hinaus auch an Sie wieder die Frage, gibt es etwas, was an den Rahmenbedingungen politisch anderweitig geändert werden müsste, damit es noch einfacher funktioniert? Ja, die Voraussetzung dafür, dass gute Lehre unter Einsatz digitaler Medien an Hochschulen erfolgen kann, und ich habe, bevor ich zur Fernuniversität gegangen bin, auch 15 Jahre an Präsenzuniversitäten gearbeitet, also habe auch ein wenig den Vergleich, ist die, dass das Hochschullehrende bereit sind, über die Frage nachzudenken, die vorhin der Kollege von der Schulleiter auch genannt hat, nämlich wie mache ich gute Lehre, also wie mache ich guten Unterricht, und erst dann die Frage zu stellen, wie setze ich digitale Medien dabei ein. Also digitale Medien sind auch für uns als Fernuniversität kein Selbstzweck, sie bieten für uns natürlich eine ganz große Chance, unseren vermeintlichen Nachteil, fern der Studierenden zu sein, zu überwinden. Aber für die gesamte Hochschullandschaft stellt sich auch eher wieder die Frage, wie ist das Zusammenwirken zu gestalten von Präsenz und von virtuellen Angeboten. Dabei, glaube ich aber, gibt es nicht den One Best Way. Herr Meindl hat ja sehr euphorisch für MOOCs geworben. Ich bin der Ansicht, MOOCs haben neben der lerntheoretischen Kritik, die man daran üben kann, die der Staatssekretär Müller auch vorgetragen hat. Sie haben trotzdem ihren Stellenwert oder sie werden ihren Stellenwert finden innerhalb der Hochschullandschaft. Sie sind aber nicht das Allheilmittel. Jede Domäne muss da eigentlich auch ihren eigenen Weg suchen. In der Informatik stellt sich das sicherlich anders dar als beispielsweise in der neueren deutschen Literaturwissenschaft.
Und was natürlich das aus meiner Sicht tatsächlich ein zentrales Problem ist, das sind quasi meine Kollegen Professoren, die hinsichtlich ihrer didaktischen Fähigkeiten ja unterstützt werden müssen. Das ist, denke ich, das zentrale Moment. Nicht jeder Professor für lineare Algebra wird Experte für den Einsatz digitaler Medien. Da müssen die Hochschulen intern den Lehrenden die Unterstützung bereitstellen. Da ist dann auch die Politik und da sind dann auch die Hochschulen gefordert, diese Ressourcen bereitzustellen. Ja, vielen herzlichen Dank. Aus der ersten Runde nehme ich mit, dass von Seiten der Bundesebene, was ich ja weiß, weil wir das mit ermöglichen, viel getan wird schon. Ja, durchaus. Also wenn man die Sachen, die wir tun, addiert, ist das durchaus eine kräftige Summe. Trotzdem sind wir, ich erinnere an die erste Runde hier oben, bei weitem nicht da, wo wir eigentlich gerne hinwollen. Und jetzt nehme ich aus dieser Runde mit, dass die Hochschulen in ihrer Autonomie viel machen können sollen. Man muss darüber nachdenken, wie man es gut macht. Und dass in der KMK durchaus darüber nachgedacht wird und dass es ein hochkomplexes Thema ist und dass Maßnahmen angedacht werden. Ich provoziere jetzt ein bisschen, weil wir jetzt noch 5 Minuten Zeit haben, durchaus die Diskussion noch zu eröffnen. Und ich würde trotzdem einen Wunsch nochmal auch an Sie formulieren, wenn Sie sich zu Wort melden. Hätten Sie noch Punkte, die Sven Vollmering, ich, es sind viele Kolleginnen und Kollegen hier, die einfach auch ganz konkret hören wollen, mit welchen Maßnahmen kriegen wir wirklich einen Dreh rein? Und ich kann Ihnen nur noch mal sagen, wenn wir alles, was in den letzten Jahren an uns herangetragen wurde, alles umgesetzt hätten, hätten wir Milliarden ausgegeben und nicht bei jeder Maßnahme im Nachhinein würde ich sagen, das wäre der größte Burner gewesen. Weil aber das Budget auch ein Stück begrenzt ist, geht es einfach darum, mit welchen Maßnahmen kriegen wir wirklich auch Bewegung rein in eine richtige Richtung. Hat da jemand noch in den verbleibenden wenigen Minuten gute Vorschläge? Wenn Sie einfach kurz auch Ihren Namen nennen und... Können Sie vielleicht trotzdem ans Mikro gehen da hinten? Also ganz kurz nochmal Friedrich Hesse, ich leite ein Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft zu Wissensmedien. Und da wir wenig Zeit haben, würde ich auch gerne provokativ etwas formulieren. Ich würde nämlich behaupten, wir elektrifizieren immer noch die alte Metapher. Und Sie haben recht, Herr Meinelt, wir haben E-Learning. Das hat keinen ganz, ganz großen Durchbruch gebracht. Ich würde auch behaupten, dass die MOOCs nicht den großen Durchbruch bringen. Sie sind toll, beides ist toll, dass es da ist. Und wenn ich sage, wir elektrifizieren die alte Metapher, dann haben wir mit den digitalen Medien das Studium so ein bisschen beeinflusst, aber das eigentliche Lernen, Lehren nicht. Das ist wie immer schon das Gleiche geblieben. So, jetzt nenne ich Ihnen 3 Voraussetzungen, unter denen wir mit einer neuen Metapher anfangen können. Die erste ist, es gibt wahnsinnig viel mehr Wissen, wird gesagt, in der Welt, stimmt aber nicht. Es gibt mehr Informationen in der Welt. Damit es Wissen wird, muss es erstmal aufgenommen werden können. Zweitens, ich bin vom Beruf Kognitionspsychologe. Ich weiß, dass unser Arbeitsgedächtnis nur eine ganz bestimmte Menge von Informationen pro Zeiteinheit verarbeiten kann. So viel wie vor 100 Jahren und wie auch in 100 Jahren. Da wird sich nicht viel ändern. Die Prozesse, die ablaufen am synaptischen Spalt, sind chemische Prozesse und was Gott was, die werden sich nicht beschleunigen. Und das Dritte, das kam heute schon mal raus, ist, wir haben ganz plötzlich eine extrem hohe Ubiquität von digitalen Ressourcen. Und wenn wir das zusammennehmen, dann müssten wir eigentlich von einer neuen Metapher ausgehen, die könnte heißen, wir brauchen eine neue Arbeitsteiligkeit. Eine Arbeitsteiligkeit zwischen Wissen im Kopf und Wissen in digitalen Ressourcen. Und dieses Zusammenspiel müsste neu gedacht werden, auf ganz vielen Ebenen. Und wenn wir das neu denken, dann müssen wir unser Studium, unser Lernen verändern, die digitalen Ressourcen verändern, etc. etc. Ich will es mal in der Kürze der Zeit, die wir jetzt haben, so stehen lassen. Ich könnte das an ganz vielen Stellen mehr ausdifferenzieren. Und das wäre eine andere Metapher. Das ist ja nicht mehr, ich komme aus Tübingen, in der Nähe von Stuttgart, es ist nicht mehr die Postkutsche, die immer noch einen besseren Motor kriegt, sondern es ist eine neue Art, ein Auto zu bauen, eine Struktur zu entwickeln. Und ich glaube, das könnte ein Fortschritt sein für Deutschland, denn wir sind wirklich nicht weltweit Spitze in dem Bereich. Aber wir könnten einen Riesensprung machen, wenn wir diese neue Arbeitsteiligkeit wirklich einbauen würden.
Ja, vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, die ich noch dazu nehmen würde. Sie zunächst und dann. Ja, Melanie Piepenschneider, Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich möchte das gerne noch mal unterstreichen, auf einen praktischen Punkt hinbringend. Wir haben eine Bildungsplattform, Adenauer Campus heißt das, und das, was wir am meisten uns fehlt, sind gute Didaktiker. Didaktiker genau das machen, nämlich Lerneinheiten, Lernstoffe so aufzubereiten, dass sie in den Rahmenbedingungen, die Sie eben genannt haben, vermittelt werden können. Das heißt, auch da müsste ganz anders ausgebildet werden. Und zwar nicht nur so ein bisschen Hilfestellung und obendrauf, sondern da fehlt es substanziell. Und ein zweiter Punkt noch für Ihren Antrag, Herr Vollmering, Herr Ruprecht und auch Herr Staatssekretär hat es gesagt, lebenslanges Lernen und die ganze Bildungskette. Mir fehlt bei dem, was wir heute diskutieren, der ganze Bereich der außerschulischen Bildung. Das ist ein wesentlicher Bereich, ein Bundesministerium ist dafür verantwortlich und wir kämpfen mit den gleichen Problemen, die hier von Hochschule und Schule genannt worden sind. Deswegen finde ich, sollte man darüber nachdenken, das noch irgendwie mit einzubeziehen. Herzlichen Dank. Relevanter Hinweis. Seitz, STI Lernsystemgestaltung. Ich möchte kurz ein Wort von Herrn Kauder aufnehmen, dass uns die Googles und so weiter in Deutschland fehlen. Und da ist das zweite Wort, digitale Bildung ist auch ein Riesengeschäft mit Potenzial. Nicht umsonst hat Bertelsmann wesentliche Summen in USA und Brasilien investiert. Die Entwicklung ist enorm, die Märkte sind im Wachsen. Apple kann in 5 Jahren wieder weg vom Fenster sein. Die Frage ist, welche Maßnahmen können wir in Deutschland ergreifen, um spezifisch im Bereich digitale Bildung, und das ist meine Anregung für Sie und Ihren Antrag, welche, im Sinne einer Industriepolitik, welche Maßnahmen kann man unternehmen, um hier das zu schaffen, wenn Apple mal Geschichte ist, zu schauen, ob wir in Deutschland oder Europa einen entsprechenden Spieler aufbauen. Ja, das sind Fragen, mit denen, glaube ich, beschäftigen wir uns tagtäglich hier und zwar sehr, sehr intensiv. Da könnte jetzt Romani dazu erzählen, was wir nicht nur diskutieren, sondern auch wirklich auch anstoßen im Augenblick. Aber das ist natürlich eine zentralen Ziele auch letztendlich mit. Jo, wir haben ein sehr enges Zeitbudget. Ich möchte mir an der Stelle, waren ja sehr kurze Statements und ich denke, das war jedem auch bewusst, dass in dem Zeitbudget wir Sachen auch nur anreißen können. Ganz, ganz herzlich bedanken, aber Sie verdienen natürlich jetzt die Pause. Bevor es in die Pause geht, schauen wir aber noch kurz einen Film an. Und zwar, der Film ist vom Hasso-Plattner-Institut, Sicherheit im Internet, ein Praxisbeispiel. Möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken und empfehle Ihnen inniglichst den Antrag von Sven Vollmering. Falls Ihnen noch Aspekte dazu kommen, Sie noch Vorschläge haben, die zuständigen Verantwortlichen der Unionsfraktion sind für alle möglichst konkreten Punkte, die uns weiterbringen, sehr dankbar. Dankeschön. Mein Name ist Ludwig Bernd-Meyer, ich bin 54 Jahre alt, bin tätig in der Erwachsenenbildung im IT-Bereich und nutze OpenHPI. Ich bin jemand, der sagt, es gibt immer Dinge, die man noch nicht weiß, wo man sein Wissen erweitern kann, seinen Horizont erweitern kann. Ich gebe ja unter anderem Kurse in Linux, aber auch in Cisco, CCNA. Und ich bin da immer sehr froh, wenn ich Anregungen von anderer Seite bekomme, um da auch nochmal andere Perspektiven drauf zu werfen. Das ist auch für die Teilnehmer sehr interessant und aufschlussreich. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass diese Angebote geeignet sind, auch für IT-Laien, genauso wie auch für IT-Profis. IT-Profis können immer noch einzelne Aspekte und interessante Dinge dazulernen, andere Sichtweisen auch dazulernen, während auch IT-Anfänger, Endbenutzer, endlich mal verstehen können, wie einzelne Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet funktioniert. Was bei solchen Kursen ja wirklich wichtig ist, das ist das Gefühl der Teilnehmer, nicht allein gelassen zu werden, allein dazustehen. Dem wurde Rechnung getragen, erstens mal durch diese fachgeleiteten Foren, die ich auch selber sehr stark benutzt habe, aber eben auch diese Lerngruppen, das weiß ich also von Teilnehmern aus meinen eigenen Kursen, die dort bei diesem OpenHPI-Kurs teilgenommen haben, dass sie dort also sich mit anderen Menschen getroffen haben und sich dort ausgetauscht haben und das wohl wirklich sehr fruchtbar gewesen ist. Ich kann nur sagen, ich kann es empfehlen, auf diese Art und Weise wirklich seinen Horizont zu erweitern. Ja, vielen herzlichen Dank. In 20 Minuten sehen wir uns hier wieder und jetzt geht's in die Pause.